Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im Schauspiel Leipzig zur Veranstaltung Was ist mein Land? Eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Berliner Aufbauverlag im Rahmen der Leipziger Buchmesse und dem Rahmen Leipzig liest. Was also ist mein Land? So lautet die Überschrift einer Rede, die die deutsche Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel zum Tag der Deutschen Einheit 2021 in Halle hielt. Eine sehr persönliche Rede, in der Frau Dr. Merkel deutlich formulierte, welch hohes Gut die Demokratie gerade auch für sie persönlich aus ihrer ostdeutschen Biografie heraus bedeute und wie sehr es täglich darum ginge, dieses hohe Gut wertzuschätzen und zu verteidigen. Daran anschließend beinhaltet das Buch Was also ist mein Land, das heute hier im Zentrum stehen soll, einen Auszug aus der Sommerpressekonferenz vom August 2015, in der die deutsche Bundeskanzlerin ihre Haltung und Erwartung zur deutschen Flüchtlingspolitik ganz klar wie folgt formulierte. Ich zitiere, Deutschland ist ein starkes Land. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Beide Themen. Demokratie, demokratische Errungenschaften sich zu erhalten und täglich zu erarbeiten, als auch das Thema Flüchtlingspolitik, deutsche, europäische, ja weltweite Verantwortung haben an Brisanz nicht verloren, im Gegenteil. Und beides sind und bleiben große Herausforderungen auch für unser Land. Was also ist mein Land? Ich freue mich außerordentlich, zu dieser Podiumsdiskussion heute Abend hier im Schauspiel Leipzig begrüßen zu dürfen, Frau Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland von 2005 bis 2021 und Herrn Giovanni Di Lorenzo, Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit. Dann gehen es auch dann. So. Ich glaube, wir können anfangen. Ja, die Regieanweisung lautet, erst wenn der letzte Fotograf diesen Raum verlassen hat. Das wird nicht passieren. Also wir bitten erstmal sehr um Entschuldigung, dass wir Sie erst jetzt begrüßen, aber wir sollten erstmal alle Kollegen, die Kollegen und Kolleginnen, die fotografieren wollen, zum Zuge kommen lassen. Frau Merkel und ich begrüßen Sie ganz herzlich. Wir sind gespannt. Wir wissen nicht, wer hier im Publikum sitzt. Wir wissen nur, dass die Karten innerhalb von 2 Tagen weg waren und dass es dann mindestens genauso viele Anfragen nochmal gab wie Plätze hier, ob es nicht noch irgendeinen Weg gibt, hier reinzukommen. Gab es aber leider nicht. Das tut uns leid. Wir wissen nicht, ob Sie uns wohlgesonnen sind, aber wir hoffen, dass Sie eine interessante Zeit vor sich haben.
Und ich freue mich sehr, für mich eine große Ehre, dass ich mit Frau Merkel dieses Gespräch führen kann. Wir reden in sehr unregelmäßigen Abständen seit 25 Jahren miteinander. Und ich habe das erste Gespräch geführt, als sie noch ganz weg war von der Vorstellung, einmal Bundeskanzlerin zu werden. Und ich finde es besonders spannend, dass ich jetzt dieses Gespräch wiederholen darf nach ihrer Zeit als Bundeskanzlerin. Frau Merkel zu interviewen ist ein Erlebnis. Ich habe ich habe meinen Vorgänger, es gibt, vielleicht haben Sie das verfolgt, für dieses Buch, für das ich gerne Werbung mache, weil Frau Merkel verdient daran nichts. Das wird alles gespendet, was hier an Erlösen reinkommt. Es gibt zwei Veranstaltungen. Eine hat stattgefunden im Juni vergangenen Jahres im Berliner Ensemble und das hat der Kollege Alexander Osan geführt. Und den habe ich vorher kontaktiert, um mir ein paar Tipps zu holen. Und wissen Sie, was der mir für Tipps mitgegeben hat? Er hat gesagt, wenn Frau Merkel anfängt, sich über dich lustig zu machen, dann wird die Veranstaltung gut. Das war das Erste. Und das Zweite war, dass er auch sich nächtelang auf dieses Gespräch vorbereitet hat. Dann sagt er, das war dann alles für die Katz, weil es doch anders gelaufen ist, wie er sich vorgestellt hat. Aber in dieser Vorbereitung bei Alexander Osang waren auch Rollenspiele. Das heißt, tagelang hat seine arme Frau Frau Merkel gespielt. Da können Sie mal sehen, was für eine Wirkung Sie auf Journalisten haben, Frau Merkel. Ich glaube, es geht. Musste bei Ihnen auch einer Frau Merkel spielen? Ich habe mir das gerade noch verkneifen können und der Tipp kam auch zu spät. Aber es soll einen Unterschied geben zwischen diesen beiden Gesprächen, mindestens einen. Es gibt keine lange Vorrede. Ich habe auch nichts veröffentlicht in einem Buch über Frau Merkel. Und das Zweite ist, wir sind ja im Rahmen einer Buchmesse und insofern soll es tatsächlich in ganz besonderer Weise um dieses Buch gehen, um die Themen, die ja angeschnitten sind. Das ist keine Kritik an Herrn Osang. Damals war der Druck der aktuellen Ereignisse so stark, dass es auch verständlich war. Und das Aktuelle wird ja auch nicht ausgespart, aber es soll vor allem um dieses Buch gehen. Darauf freue ich mich und darf eine der letzten Antworten aufgreifen aus dem Gespräch mit Alexander Osang. Sie haben ihm gesagt, Sie seien auf dem Weg, und zwar auf Ihrem ganz persönlichen, eine Bundeskanzlerin AD zu sein. Und jetzt, 10 Monate danach, möchte ich Sie gerne fragen, wie weit Sie gekommen sind. Ja, also ich denke, ich komme voran. ganz besonders auch dadurch, dass ich jetzt ja auch an meinen politischen Memoiren schreibe. Und zusammen mit Frau Baumann und damit nochmal mein ganzes Leben durchgehe, von der Kindheit bis in eines Tages, ist ja noch nicht fertig, dann in die gesamte Kanzlerzeit. Und das sozusagen schafft Klarheit Stück für Stück. Und fordert auch Konzentration. Nicht nur auf die Tagespolitik, ich bleibe ja ein politischer Mensch, auch nach der Kanzlerzeit. Und das tut gut. Und ansonsten, ja, es ist halt natürlich noch nicht so, dass ich jetzt unerkannt durch die Straßen gehen kann. Das wird sich nie einstellen, Frau Merkel. Ja, ich denke, es wird abnehmen. Aber ist ja egal. Die mich noch als Kanzlerin erlebt haben, werden mich auch weiter dann erkennen. Aber die Kinder, die jetzt langsam größer werden, die werden das schon noch einmal anders sehen. Aber vollkommen egal, ich würde sagen, ich bin zufrieden. Den meisten Menschen, die ich kenne, die als Schriftsteller oder als Autoren, Journalisten, Journalistinnen tätig sind, die quälen sich sehr mit dem Schreiben. Fällt Ihnen das Schreiben leicht? Mal so, mal so. Also es bedarf natürlich einer gewissen Konzentration und das ist nicht so, dass, also ich
bin keine Thomas-Mann-Schreiberin, natürlich, ich bin ja auch keine Schriftstellerin und das werde ich auch nicht mehr. Seien Sie ganz beruhigt, das sind die meisten von uns auch nicht. Das muss ich hier auf der Buchmesse sagen, es handelt sich auch um ein Sachbuch, also keine falschen Erwartungen. Also manchmal hat man so einen Strom und dann gibt es wieder Tage, da muss man sehr viel rumbrüten auf den Dingen und auch nochmal eben, wie gesagt, Klarheit finden. Und für mich ist das insofern spannend, als ich ja unmittelbar nach der deutschen Einheit gleich in die Politik gegangen bin oder schon kurz vorher und mich dann mit der ganzen DDR-Zeit erst wieder auch gegen Ende meiner Kanzlerschaft mehr beschäftigt habe und dann jetzt nochmal und ansonsten ja immer neu gelernt, neues erlebt, auf Tagesereignisse reagiert habe und das tut gut. Dann lassen Sie uns doch gleich über diese Zeit, über die Sie erst sehr spät als Kanzlerin gesprochen haben, reden. Im Vorwort zu diesem Buch steht der Satz, Deutschland hat mich verändert und Deutschland hat uns alle verändert. Wie, Frau Merkel? Sie persönlich hat mich verändert. Ja, natürlich. Also nehmen wir jetzt einfach die Tatsache, dass ich Bundesbürgerin geworden bin, wie wir ja alle, die wir hier in diesem Saal sind, oder die allermeisten wahrscheinlich. Und manche waren es schon länger, manche sind es dann 1990 erst geworden. Und dieses neue Deutschland, das wiedervereinigte Deutschland, hat natürlich mich verändert, weil ich plötzlich ganz andere Menschen kennengelernt habe mit ganz anderen Biografien, ich die Dinge meines Lebens auch wieder anders sehen konnte. Ich habe mehr Gemeinsamkeiten auch festgestellt, als ich dachte. Also sagen wir mal, die Grundlage menschlicher Charaktere bleibt ja gleich. Es gibt mutige Westdeutsche und es gibt auch feige Westdeutsche. Und die Feigen waren nicht nur in der DDR. Und wir wurden vielleicht stärker unter die Lupe genommen, wie viel Mut wir dann aufgebracht haben. Aber ich habe mir schon zu DDR-Zeiten immer gesagt, den Mut von Westdeutschen konnte man daran sehen, wie fröhlich sie Bücher oder andere Sachen geschmuggelt haben und wie viel Angst sie dann hatten vor den Grenzbeamten. Also man erfährt Beruhigenderes, dass die Charaktereigenschaften gleich verteilt sind. Und trotzdem gibt es ganz unterschiedliche Prägungen natürlich, ob ich in der Freiheit aufgewachsen bin, ob ich immer zwischen den Zeilen lesen musste und zwischen den Zeilen sprechen musste, wie in der DDR, oder ob ich, um überhaupt wahrgenommen zu werden, mich sehr prononciert artikulieren muss. Das sind so Dinge, die unterschiedlich waren. Was zu erlernen ist Ihnen am schwersten gefallen? Am schwersten ist mir gefallen, weil ich aus der Naturwissenschaft kam, mich zu wiederholen. Also in der Naturwissenschaft. In der Naturwissenschaft sind Sie eigentlich eine Versagerin oder ein Versager, wenn Sie mehr als zweimal das Gleiche in einem Vortrag sagen. Man erwartet von Ihnen jeweils das neueste Forschungsergebnis. Und Politik lebt natürlich davon, dass man möglichst viele Menschen auch mit der gleichen Botschaft erreicht, die einem wichtig ist. Und am Anfang, als ich das erste Mal kandidierte als Bundestagsabgeordnete, da hatte ich echt Mühe, 7 Minuten vollzukriegen mit Sprechen. Und, da haben Sie Sorge gehabt, ob das gelingen könnte? Ja. Weil ich sehr dicht verpackt meine Informationen rüberbringen wollte. Irgendwann habe ich einen Schreck gekriegt, dass ich mühelos 45 Minuten labern kann. Und vielleicht gar nichts mehr sage. Also man muss dann aufpassen, dass man trotzdem noch was sagt, nicht? Und nicht nur spricht. Naja, Sie lachen, aber das stimmt. Also ich schätze Sie als einen Menschen ein, der sich sehr genau überlegt, was er zu welchem Zeitpunkt der Öffentlichkeit preisgibt. Deshalb bin ich sicher, dass Sie auf diese Frage gefasst sind. Warum haben Sie so lange gewartet, um über Ihre Erfahrung als ehemalige DDR-Bürgerin beim Tag der Deutschen Einheit in Halle zu sprechen? Das war zum Ende Ihrer Kanzlerschaft im Jahre 2021. Da haben Sie erstmal Einblick gegeben in Dinge, die Sie auch
persönlich getroffen haben, wenn nicht gar verletzt? Also wenn Sie meine, ich habe ja mehrere Reden zur deutschen am Tag der Deutschen Einheit gehalten und Sie waren alle schon auch auf Ostdeutschland bezogen, aber Sie waren nicht persönlich. Genau. Nun gibt es, glaube ich, ein Zusammentreffen, weil beide Stellen, über die ich spreche, die mich berührt haben, sowohl der Zeitungsartikel als auch die Abhandlung über meine CDU-Vorsitzendenzeit in einem Band der Konrad-Adenauer-Stiftung, waren überhaupt erst sehr kurz vor dieser Rede erschienen. Aber ich hätte sie früher wahrscheinlich nicht aufgegriffen, weil das ja auch eine persönliche Verletzlichkeit ausdrückt. Und diese Rede war eine meiner letzten Reden, bevor ich aufhörte, Kanzlerin zu sein. Und ich denke, das war immer mein Amtsverständnis, dass man nicht zu viele oder ich nicht zu viele persönliche Verletzlichkeiten da zum Markte tragen sollte, sondern doch auch Mut machen musste. Nun kann man auch durch persönliche Bemerkungen Mut machen anderen Menschen. Ich habe ja dann an der Reaktion gemerkt, dass viele darauf gewartet haben. Und ich habe mich nie als Kanzlerin jetzt, als Ostdeutsche, das wollte ich nicht so in den Vordergrund stellen. Ich war Bundeskanzlerin aller Deutschen. Aber es bedurfte wahrscheinlich dieses Gefühls des Abschieds, dass ich es einmal so ausgesprochen habe. Sie haben das Gefühl gehabt, es könnte Ihnen auch als Schwäche ausgelegt werden, wenn Sie zu früh Ihre eigene Betroffenheit als Ostdeutsche zum Ausdruck bringen würde. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich habe mir da jetzt nicht so langwierige Gedanken gemacht. Ich wusste einfach vor dieser Rede, das sind zwei Stellen, über die musst du sprechen. Aber ich habe dann auch, ehrlich gesagt, beim Vortragen dieser Rede gemerkt, dass mich das richtig angespannt hat, dass ich jetzt über mich spreche. Mhm. Damit natürlich indirekt auch über viele Menschen mit ähnlichen Erfahrungen. Aber ja, es hat mich angespannt. Und da war ich dann fast erstaunt drüber, dass es einen dann doch so, dass es mich dann doch so mitgenommen hat. Mhm. Darf ich an die zwei Stellen, weil Sie sie ja auch in der Rede thematisieren, sprechen, die Sie als paradigmatisch ausgesucht haben für das, was Ihnen immer wieder mal begegnet hat. Sie zitieren zuerst in einer Publikation der Konrad-Adenauer-Stiftung, die ist also CDU-nahe, das ist keine Unterstellung, sondern eine Tatsachenbehauptung. Das ist die Stiftung der Partei CDU, ja. Also ich wollte es nur noch mal herausstellen. Dass die CDU immer nahe immer ist, weiß man manchmal nicht als CDU-Mitglied, aber sie ist die Parteistiftung der CDU. Und da hat ein Politikprofessor, ein Professor für Neuere Geschichte, korrigiere mich, geschrieben, sie, also gemeint ist Frau Merkel, die als 35-Jährige mit dem Ballast ihrer DDR-Biografie in den Wendetagen zur CDU kam, konnte natürlich kein von der Pike auf sozialisiertes CDU-Gewächs altbundesrepublikanischer Prägung sein. So, und jetzt bin ich ziemlich sicher, dass wenn wir diese Veranstaltung in Dortmund machen würden oder auch in Hamburg, wo Sie geboren sind und ich heute lebe, dass beim ersten Hinhören die Menschen gar nicht verstehen würden, was da das Verletzende ist. Würden Sie uns das erklären? Glauben Sie das? Verstehen Sie das ich, nicht? Ich verstehe es. Ich verstehe es. Ich verstehe das sehr gut. Ich bin auch sofort ohne Vorwarnung über das Wort Ballast gestolpert. Weil Ballast ist ja Synonym für minderwertige, leichte Ware, die bei großen Containern reingetan wird, um Gewichte auszugleichen oder andere Gegenstände zu schonen. Das ist noch die beste Interpretation. Sagen Sie mal Ihre. Es gibt im Duden zwei. Es gibt genau die als zum Gewichtsausgleich für leichte Ware. Wäre ja noch was, wenn die leichte Ware der Westen gewesen wäre und ich der Gewichtsausgleich. Aber ich glaube, dass das gar nicht gemeint wäre, sondern dass es eben auch etwas ist, was man abwirft, wenn man zu viel von Gewicht hat. Also dieses, sagen wir mal, im Idealfall oder mein Weg zur CDU war ja so, dass ich fand, dass Menschen, die aus der DDR kamen, mit ihrer Mitgliedschaft, ich kam ja auch nun aus dem demokratischen Aufbruch, also gar nicht aus der Block-CDU, sondern aus dem demokratischen Aufbruch, aber auch viele aus der CDU, dass wir die Gesamt-CDU bereichert haben mit unseren Biografien und so weiter.
Und da ist es zwar sachlich richtig zu sagen, ich sei kein von der Pike auf gelerntes westdeutsches CDU-Mitglied gewesen. Das ist eine Trivialität, weil ich ja nun eben aus dem Osten kam. Aber es wurde ja in den Kontext gestellt, dass ich mich immer wieder der Fragen zu erwehren hatte, ist sie eigentlich eine richtige CDU-Vorsitzende, hat sie verstanden, was die CDU will, teilt sie die Werte, ist sie also wirklich verlässlich, sage ich jetzt mal im härtesten Sinne des Wortes. Und dann sagt der Schreiber eben so nett, war ja auch nicht möglich, weil sie ja diesen Ballast der DDR-Biografie hatte. Mhm. Und jetzt muss man sagen, wenn man 35 Jahre alt ist, und manche waren ja zum Zeitpunkt der Wende noch viel älter, Ballast, ich meine, was ist das für eine Vorstellung vom Leben in der DDR? Das war ja spannend, das war interessant, das war manchmal niederschmetternd, aber das war Leben. Das war die Vorstellung davon, Sie schreiben das genau mit diesen Worten, dass das Leben in der DDR eine Art Zumutung gewesen sei. Ja, es ist im Grunde eine sehr schematische Vorstellung, die den Bürger, der in der DDR gelebt hat, mit dem Staat irgendwo gleichsetzt. Und sagt, der Staat, also über den Staat verliere ich ja auch nicht viele gute Worte. Aber trotzdem war ja das Leben in der DDR ein Leben mit anderen Widernissen oder Wirrnissen und anderen Herausforderungen, aber auch schönen Stunden. Ich kannte Westdeutsche auch schon zu DDR-Zeiten, die haben immer gesagt, könnt ihr lachen? Na klar, konnten wir lachen. Gab's wirklich? Ja, wir konnten lachen. Und wir hatten Freunde und wir hatten schöne Zeiten. Und das macht aber nichts von diesem Staat besser. Aber so wie es ja auch im Westen oder in der Demokratie ein Leben jenseits des Staates gibt, Gott sei Dank, gab es das natürlich in der DDR auch. Also, lange Rede, kurzer Sinn, diese Zeit einfach als Ballast zu beschreiben und zu sagen, naja, nun musst du ja natürlich erstmal lernen, was das eigentliche Gewicht ist. Das fand ich schon hart. Sie haben noch eine zweite Stelle ausgesucht. Und wenn ich vorhin gesagt habe, dass vielleicht ein Mensch aus Westdeutschland erstmal überlegt, wo ist die Kränkung, dann war das nicht, um Ihre persönliche Betroffenheit in Frage zu stellen oder die des Publikums hier, sondern weil ich mir vorstellen kann, dass das Taktlosigkeiten sind, die aus Gedankenlosigkeit erwachsen. Oder vermuten Sie da ein tief sitzendes Ressentiment oder gar Bösartigkeit? Nee, Bösartigkeit in dem Sinne nicht, aber letztlich ist doch, wenn man sowas aufschreibt, also wir müssen das Publikum noch informieren, was nun aufgeschrieben wurde. Ja, ich habe es ja vorhin zitiert, diesen Satz. Ja? Und bei, haben Sie von dem Professor schon? Jetzt ja, von ich, dem Professor schon. Jetzt komme ich zu der zweiten Stelle. Da haben Sie völlig recht, da wollte ich gerade zukommen. Das ist ein Kollege, den Sie, glaube ich, im Prinzip schätzen, Thomas Schmid. Ist der, ja. Früher Chefredakteur Welt am Sonntag. Ein auffallend scharfsinniger Analyst, Essayist. Und der sagte anlässlich einer Pressekonferenz, die sie gehalten haben, Mitte September 2015, also mitten in der akutesten Phase der Flüchtlingskrise, schreibt er, da blitzte einen Moment lang durch, dass sie keine geborene, sondern eine angelernte Bundesdeutsche und Europäerin ist. Ja, und ich meine... Und Sie hatten sich gerade dafür ausgesprochen, also es wurde gefragt, ob es noch möglich ist, ein freundliches Gesicht zu machen. Und ich habe dann gesagt, wenn ich das nicht mehr machen darf, dann ist das nicht mein Land. Mhm. Und dann wird mir unterstellt, ich distanziere mich, Sie, die Nummer 2, ich bin zwar nur die Nummer 3 nach der Verfassungsordnung, aber macht nichts. Sie, die Nummer 2, distanzierte sich für einen Moment und es zeigte sich eben, dass sie nur eine angelernte Bundesdeutsche und Europäerin ist. Und ehrlich gesagt, ich habe dann als erstes habe ich mal an die Polen gedacht, gar nicht mal so an mich, und habe gesagt, mein Gott, die Polen sind also angelernte Europäer, ist ja eine tolle Beschreibung. Ich bin angelernte Bundesdeutsche, angelernt, also nicht gelernt, nach so vielen Jahren. Wir hatten ja schon 30 Jahre Deutsche Einheit, angelernt, Apprentice, forever. So, und habe mich dann gefragt, ist das vererbbar? Was ist jetzt mit den Kindern?
die schon, also wie lange tragen wir das jetzt mit uns rum? Haben wir jemals die Chance, aus der Angelerntheit rauszukommen? Also Ausbildungsabschluss war nicht mit benannt. Und ich finde das unglaublich. Und ich glaube, es ist eine gewisse Gedankenlosigkeit, die aber, ich muss es einfach so sagen, meine Wertschätzung für den Journalisten bleibt erhalten, die einfach in Abgründe blicken lässt. Über das, was das Selbstverständnis in manchen Teilen, ich sage bewusst in manchen Teilen der alten Bundesrepublik ist. Und das hängt damit zusammen, dass sich zu wenig für die Westdeutschen geändert hat durch die deutsche Einheit oder wenig. Und für uns eben sehr, sehr viel. Und dass diese Änderung dadurch nicht eingedrungen ist in die Biografien. Das ist jetzt nicht als Vorwurf. Man muss nicht Änderungen provozieren, um jetzt irgendwie, aber ich finde es schon irgendwie sehr, sehr bemerkenswert. Kann ich nachvollziehen, auch aus persönlicher Anschauung. Ich bin ja vom Namen her habe ich ja keinen so typisch deutschen Nachnamen und Vornamen. Meine Mutter ist aber Deutsche. Und als ich zum ersten Mal ein wichtiges Amt bekleiden durfte, wurde die Frage gestellt, ob jemand mit diesem Hintergrund in der Lage wäre, ein Amt auszufüllen, das so viele Anforderungen an die deutsche Sprache stellt. Insofern kann ich das nachvollziehen. Ja, ich glaube Ihnen das. Klar. Ja. Jetzt haben Sie... ich habe auch manchmal bei den Integrationsveranstaltungen, die ich gemacht habe, also ich habe ja sehr viel mich um Integration auch von Menschen mit Migrationshintergrund gekümmert. Und manchmal habe ich zu denen scherzhaft gesagt, ich bin in gewisser Weise auch eine Migrantin. Mhm. Weil, also wir ja auch, und ich meine, ich glaube, es geht doch um das Sein, wie ich bin. Es geht doch nicht darum, dass ich mich jetzt beurteile nach Geburt und sonst was, sondern ich gucke mir die Menschen an und dann brauche ich da nicht die Schubladen zu öffnen. Nun haben Sie zwei Beispiele rausgegriffen, einer aus der akademischen Welt, ein Beispiel aus der akademischen Welt, das andere aus der Welt der Publizistik. Haben Sie diese Haltung, die diese beiden Männer gezeigt haben, durch ihre Äußerung auch im politischen Betrieb beobachten können und selber am eigenen Leib erfahren? Ja, wellenmäßig ja, klar. Sonst hätte ich ja nicht drüber gesprochen. Es ist immer so, wenn zum Beispiel ich war ja nun viele Jahre CDU-Vorsitzende und wir hatten ja tolle Stunden und viele Erfolge und so weiter. Wenn es erfolgreich ist, dann kommt das nicht so zutage. Dann ist man gemeinsam und man ist gemeinsam erfolgreich. Aber wenn sich irgendwie ein Konflikt auftut, der ja ganz natürlich ist, es gab ja auch schon bevor die deutsche Einheit kam, innerhalb der CDU wahnsinnige Konflikte über bestimmte politische Ausrichtungen. Und das ist ja auch Teil des Lebens in einer Volkspartei. Da gibt es den Sozialflügel, den Wirtschaftsflügel und so weiter und so fort. Aber wenn es dann Konflikte gab, dann wurde schnell, hat sie es überhaupt verstanden, was Freiheit ist und war weiß, ob sie die Werte teilt und so. Also das wurde immer noch als zusätzliches Instrument sozusagen, um einen politischen Punktsieg zu verkünden. Aber ich bin damit ganz gut fertig geworden auch. Und waren Sie immer, wenn Ihnen sowas begegnet ist, auch in der persönlichen Begegnung, waren Sie da schlagfertig oder haben Sie sich geärgert und haben gedacht, wenn ich mir bloß die Antwort... Das eine schließt das andere nie aus. Mhm. Ich habe... Aber vielleicht nähern wir uns damit jetzt dem Punkt, warum ich eben in der heißen Phase meiner Kanzlerschaft darüber nicht gesprochen habe. Mhm. Sondern ich habe mich bemüht, damit schlagfertig umzugehen, habe mir auch immer wieder angeschaut, dass ich ja nicht die Einzige bin, die jetzt im politischen Betrieb, der ist ja auch durchaus, also da darf man ja auch nicht mimosenhaft sein. Das geht nicht. Nee, das glaube ich wirklich nicht. Nee. Und deshalb muss man sehr aufpassen, dass man nicht in Selbstmitleid verfällt. Und für mich war das darüber, also sich auf die Sache zu konzentrieren, das war meine Antwort auf solche Vermutungen.
Die gibt es natürlich auch, wie gesagt, die können Sie in der CDU finden, zwischen Menschen, die katholischen Glaubens sind und evangelischen Glaubens sind. Und da gibt es vieles. Also ich bin ja nun nicht die Einzige. Aber ich habe mir sehr bewusst diese beiden Sachen herausgegriffen. Und ja. Nun möchte ich Ihnen eine Frage stellen, obwohl Sie sie eben schon halb beantwortet haben. Aber die ist mir so wichtig, weil mindestens eine Generation, wenn nicht gar zwei Generationen Akademiker in Westdeutschland sind aufgewachsen mit diesem Adorno-Buch, Werk, wichtiges Werk, Minima Moralia, und da dem Satz, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Stimmt das auch mit Blick auf die auf autoritäre Regime, die Sie erlebt haben? Was heißt im Falschen? Also im falschen wenn, Leben wenn oder es, in einer falschen Gesellschaft? In einer falschen Gesellschaft, falschen System. Also in dem Sinne, was ist ein richtiges Leben? Ein richtiges Leben, wenn man es im Sinne eines erfüllten, sich voll ausartikulieren und ausformulieren können Lebens geht, dann ist natürlich eine Diktatur eine ewige Zelle, in der sie sind und wo sie dauernd gegen die Wand rennen. Das ist klar. Aber ob das kein richtiges Leben ist, das weiß ich nicht. Also da würde ich schon noch mal in die Debatte gehen. Ich habe immer gesagt, ich konnte nicht an meine Grenzen gehen in der DDR. Buchstäblich. Buchstäblich. Und wissen Sie, man war in der DDR, gab es ja auch, es war ja auch schön, wenn immer der Staat schuld ist. Hm. Ist doch wunderbar. Ich meine, wäre ich vielleicht Nobelpreisträgerin geworden, wenn nicht die DDR mich daran gehindert hätte und mir anständige Computer gegeben hätte. Als Naturwissenschaftlerin? Wir waren, die Sportler waren der Meinung, wenn sie alles richtig hätten, was wir alles gekonnt hätten. Und sie, wenn sie nicht an die Grenzen müssen, sondern vorher kommt immer einer und schmeißt ihnen Knüppel zwischen die Beine, können sie immer sich besser fühlen, als sie sind. Mhm. Und insofern gab es schon die Tendenz, dass man sich auch ein bisschen überbewertet hat. Also sage ich jetzt für mich. Aber trotzdem sind wir an unsere Grenzen gegangen, haben wir das immer wieder ausgetestet, ich jedenfalls. Ich hatte genug auch Erfahrungen, die Physik bot genug Möglichkeiten, dass ich auch merkte, wo meine Grenzen sind. Und man darf nicht und man darf eben nicht immer den Staat für alles verantwortlich machen. Aber sowas gibt es ja heute auch. Ich meine, nach der Deutschen Einheit habe ich Leute erlebt, die haben mir immer wieder gesagt, wenn der Kohl die Steuern erhöht hätte, wenn er das in den Wahlen gesagt hätte, dass er die Steuern erhöhen muss, wie gern würden wir heute für den Osten mehr Steuern zahlen? Hm. Und dann sage ich immer, naja, meine Güte, wenn Sie das so gerne tun, dann regen Sie sich doch jetzt nicht auf, wo die Steuern erhöht wurden. Ist doch gut, jetzt können Sie es endlich machen. Und immer sucht man dann eigentlich einen Schuldigen, das gibt es also auch sonst. Also ich kann den Adorno-Satz, ich hätte mit ihm darüber diskutieren müssen, es war mir versagt. Ich kann ihn jetzt mal auf die Schnelle nicht 100% so gutheißen. Aus vielen Gründen sind persönlich. Ich kenne aber die ganze intellektuelle Diskussion dazu nicht. Vielleicht setze ich mich jetzt gerade in die Nesseln, ich weiß es. Nein, das lassen wir einfach so stehen. Ich glaube, Adorno ist Ehre genug getan worden gerade. Sie sind, aus Gründen, die Sie vorhin auch schon angeschnitten haben, selten haben Sie was Persönliches preisgegeben. Aber Sie haben ab und an mal, gerade zu Beginn Ihrer Zeit als Bundeskanzlerin, doch Einblicke gegeben. Und haben sehr verstärkt auch durch die Aussagen ihrer Mutter gesagt, sie haben lange gebraucht, um zu lernen, sich zu wehren, wenn ihnen auch im eigenen privaten und schulischen Umfeld zum Beispiel Unrecht geschah. Erinnern Sie sich an die Begebenheit, wo Sie richtig mal das erste Mal aufgetrumpft haben? Ja, da weiß ich jetzt nicht mehr, ob ich das weiß, weil meine Mutter das so gerne erzählt hat, dass ich meinem, der hinter mir saß, in der Schule eine Ohrfeige gegeben habe. Ich habe dafür allerdings auch sehr gebüßt, weil der mir permanent die Luft aus dem Fahrrad gelassen danach hat. Anschließend, ja, ja. Also den Teil hat meine Mutter nicht erzählt, sodass ich, also ich weiß nicht, ob ich mich da selber noch dran erinnere, aber ja, ich habe mich da. Da waren Sie 13? Und der Lehrer soll, als er es geklatscht hat, gesagt haben, bravo. Daran erinnere ich mich nicht. Aber Ihre Mutter, die nicht dabei war. Genau. Also ich weiß nicht, ob da Verklärungen auch stattgefunden haben. Aber die Geschichte ist nicht unehrenhaft. Ja, ich glaub, der hatte sie ja gepiesackt. Ja, ich war ein
in gewisser Weise auch ein friedfertiger Mensch. Allerdings, wenn es mir gereicht hat, dann hat es mir auch gereicht. Es gab wenig Zwischenstufen. Ist diese Tendenz geblieben in der Angela Merkel und hat sie nur durch Impulskontrolle das in den Griff bekommen? Oder hat sich das grundlegend geändert? Nein, es ist ja auch dann später so gewesen, dass ich sehr oft über Entscheidungen nachgedacht habe und sie dann irgendwann getroffen habe. Also, dass ich also nicht so viele Zwischenstufen habe und sollte ich und könnte ich und hätte ich und würde ich, und, sondern das mit mir ausgemacht habe oder mit ganz wenigen Vertrauten. Und dann war es so. Also zum Beispiel, dann war die Öffentlichkeit oft überrascht. Also als ich zum Beispiel in Bonn, als die Umweltministerin wurde, da waren dann auch alle überrascht, dass ich eines Tages den Staatssekretär entlassen habe. Da habe ich nicht lange drüber gesprochen und auch nicht vorher drei Journalisten informiert oder mal so getestet, was würde denn da rauskommen, wenn ich das täte oder so. Das war ja manchmal in Bonn so üblich, dass man mal so ausgetestet hat, sondern das habe ich dann gemacht. Und ja. Also insofern ist dieser Wesenzug vielleicht ein bisschen erhalten geblieben. Sie haben gesagt, dass Sie vom Wesen her aber keine Rebellin gewesen seien. Nein. Und ich habe aber auf der Suche nach Spuren, Elementen von Rebellion gefunden, dass sie, als an der Schule mal Geld gesammelt wurde für Vietnam, sie parallel mit Klassenkameraden und Kameradinnen gesammelt haben, lieber für Mosambik, und dann die Internationale auf Englisch gesungen haben. Können Sie sich daran dunkel erinnern? Ja, ja, natürlich. Also darüber habe ich ja auch schon öffentlich gesprochen. Also es ging da um ein Kulturprogramm an der erweiterten Oberschule. Und wir hatten als Klasse nicht so eine richtige Lust und haben auf die Schnelle ein solches Programm zusammengezimmert. Und da sehen Sie aber, welche Nuancen reichten. Man hat für Mosambik gesammelt, war auch eine Befreiungsbewegung. Auch sozialistisch. Auch sozialistisch, aber eben nicht wie Mainstream war in Vietnam. Wir haben die Internationale auf Englisch gesungen. Also ich meine, unser ganzer Englischunterricht, manch einer wird sich hier vielleicht erinnern, Tom und Peggy, die beiden Kommunisten aus Großbritannien, mit dankenswerter Weise Diana Löser, einer Kommunistin, die sich in einen ostdeutschen Kommunisten verliebt hatte und zu uns gereist war und uns immer muttersprachlichen Unterricht gegeben hat. Also, dass man nicht nur If I had a hammer, I'd hammered in the morning, I'd hammered in the evening, sondern auch die Internationale auf Englisch singt, mein Gott, ja, das war halt international. Aber das hat gereicht. Allerdings bin ich dann, ich habe ja in Leipzig studiert, nochmal zur Studienabteilung nach Leipzig gefahren. Die haben gar nicht richtig verstanden, was die Templiner da hatten. Es war vielleicht auch ein gewisses Phänomen. Weckte das Misstrauen, dass Sie die Tatsache, dass Sie es auf Englisch... Ja. Ja. Und einfach jede, wissen Sie, Sie brauchten bloß... So eine, das ist ja das, was ich sage, was ich auch lernen musste, dass sozusagen in der Bundesrepublik, das ist ja auch gut, ich... klar und deutlich, und ich finde es heute so toll, wenn man Schüler sieht, Abiturienten oder aus Schüler der 10. Klasse, wie klar sie sich ausdrücken. In der DDR brauchten sie immer nur so eine Nuance. Dann war schon klar, dass da irgendwie eine Abweichung vorlag. Mhm. Und das ging wahnsinnig schnell. Und trotzdem, oder gerade deswegen, sind Sie mal von der Stasi angesprochen worden, ob Sie für die Stasi arbeiten würden. Wie haben Sie damals reagiert? Und war das etwas, worauf Sie sich vorbereitet haben, dass das möglicherweise mal kommen könnte? Oder haben Sie das spontan reagiert? Ja, also unsere Eltern haben mit uns darüber gesprochen. Und eins war klar, wenn die Konspiration aufgehoben ist, also man sagt, ich kann nicht schweigen, ich muss einfach alles jemandem erzählen, was ich erlebe, dann war das ein gutes Schutzschild gegen die Anwerbung bei der Staatssicherheit. Und es war in der DDR ganz einfach gesprochen so, wenn man sozusagen kirchlich gebunden war, in einer Gemeinde mitgemacht hat, und ich hatte hier in Leipzig in einer Studentengemeinde mitgemacht, dann sollte man nie in die Lehre. Also man durfte nicht an eine Hochschule
Es wurde alles getan, sozusagen, weil eine panische Angst herrschte. Personen könnten andere Personen davon überzeugen, dass es eben, dass man Christ wird oder dass man eben andere Anschauungen hat. Also, und weil ich an die Technische Hochschule Ilmenau wollte, wurde ich dort angesprochen, gleich beim Vorstellungsgespräch. Und da waren dann eben auch zwei Herren von der Staatssicherheit dabei. Und das habe ich dann sehr schnell beendet, indem ich eben gleich gesagt habe, als ich erkannte, wohin die Sache läuft, habe ich einfach gesagt, dass ich das nicht für mich behalten kann. Dass Sie eine Plaudertasche sind, mit anderen Worten. Ja. Was ja auch stimmt. Ja, das habe ich mich übrigens oft gefragt. Ihnen ist ja hin und wieder vorgehalten worden, dass Sie nicht gerade eine sehr große Neigung haben zur rhetorischen Exhibition, um mich jetzt vornehm auszudrücken. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel mal Olaf Scholz sprechen hören, denken Sie da so bei sich, mein Gott, dagegen war ich ja die reinste Plaudertasche? Also erstmal könnte ich sagen, Hanseaten unter sich, obwohl ich nur eine Woche in Hamburg, oder 7 Wochen oder 6 in Hamburg gelebt habe und Olaf Scholz in Osnabrück geboren ist. Nein, auf die Vergleiche möchte ich jetzt gar nicht eingehen. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Expressive Rhetorik und dass man sonst zum Plaudern neigt. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Und man hat ihn offenbar misstraut, denn Sie wurden eine Zeit lang beobachtet von einem IM Bachmann. Na, das würde ich so nicht sagen. Der saß einfach in meinem Zimmer. Ja. Was also ich gerade gesagt habe. Der wurde jetzt nicht für mich dahingesetzt, sondern der saß da. Und ich meine, wir waren eine Abteilung vielleicht von so, weiß jetzt nicht mehr, 10 bis 13, 12 Wissenschaftlern. Und da waren immerhin 2 bei der Staatssicherheit. Und als Sie das entdeckt haben, viele Jahre danach, waren Sie erstaunt oder hat Sie das aufgeweist? Es muss ein netter Kollege gewesen sein. Ja, ja. Also, naja, das sind ja alles Schicksale gewesen. Der hatte sich auch mal gegen die DDR aufgelehnt, war im Gefängnis gewesen. Und der eine Teil derer, die sich aufgelehnt hatten, war nach Westdeutschland gegangen, also war im Grunde ausgereist. Und der andere Teil, den hat die Staatssicherheit wahrscheinlich verpflichtet, zu berichten. Damit will ich das nicht entschuldigen. Das, so etwas wäre für mich nicht in Frage gekommen. Aber ich will nur sagen, dass ansonsten wir auch interessante Gespräche geführt haben. Ich wollte dann trotzdem keinen Kontakt mehr. Sie haben ihn nach der Entdeckung noch mal gesprochen? Also nach der, nein. Noch nie. Und hatten vermutlich auch keine große Neugier, ihn danach nein. noch? Nein. Also was er über mich berichtet hat, konnte ich ja nachlesen. Was war es denn? Stand auch alles, glaube ich, in der Zeitung bei. Aber es ist nicht jedem gegenwärtig. Das waren Trivialitäten, mit wem ich Mittagessen gehe in der Akademie und wann ich wo bin und was ich mache. Und mal stand da vor meiner Wohnungstür und als ich Westbesuch hatte, das war dann schon zu DDR-Zeiten, das war dann schon ein bisschen komisch, dass man sagte, oh, woher weiß denn der das jetzt, dass du heute gerade Besuch hast und so, da musste ich ihn wegschicken. Das waren einfach Beobachtungen, die haben mir jetzt nicht groß geschadet, aber es ist einfach unmöglich. Haben Sie heute das Gefühl, auch nach diesen 16 Jahren als Bundeskanzlerin, dass Sie noch ein gutes Gefühl haben für die Sorgen, für die Ängste, für die Hoffnungen, aber auch für die Wut, die es in den neuen Bundesländern gibt? Das kann ich so umfassend nicht bejahen. Ich glaube, ich habe sehr viel Glück gehabt nach der deutschen Einheit, sowohl was mein Lebensalter anbelangte, als auch was meine Arbeitsmöglichkeiten anbelangte. Und es gab sehr viele Menschen, die waren entweder älter, die hatten ein Eigenheim, ein Haus, waren lokal verwurzelt. Und ich habe das ja an meinem Wahlkreis gesehen. In der DDR waren etwa 12% der Menschen in der Landwirtschaft beschäftigt. Und mit dem Tag der Währungsunion waren es 1 bis 1,5 oder 2. Das heißt, im ländlichen Raum haben sie eine große Zahl von Menschen gehabt, die hätten sich unheimlich gerne für die deutsche Einheit eingebracht. Sie konnten es nicht. Und so ging es auch vielen in den Industriebetrieben. Dezimiert. Und deshalb
dieses Leben, ein solches Leben, diese Erfahrung, die musste ich nicht machen. Und deshalb ist es für mich, wäre es jetzt wirklich vermessen zu sagen, ich kann da jeden verstehen. Und hatten Sie hin und wieder in den letzten Jahren nicht das Gefühl, dass was hier brodelt, was sich auch politisch manifestiert, in den hohen Zustimmungswerten für die AfD, könnte was mit mir und meiner Politik zu tun haben? Also dazu muss ich Folgendes sagen, da bin ich auch recht hart, so wie ich für mich in der DDR fand und das auch als Maßstab für andere sehen würde, dass man nicht zur Staatssicherheit geht und andere bespitzelt. Also dass jeder versuchen sollte, für sich auch unter schwierigen politischen Bedingungen in den Spiegel gucken zu können. So gibt es für mich auch keine Legitimation, sozusagen seine Unzufriedenheit mit bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen dadurch abzukühlen, dass man sie auf anderer Leute Rücken ablädt, dass man Ressentiments schürt, dass man verhetzt, dass man Fakten verdreht. Und insofern legitimiert auch ein schweres Schicksal nicht dazu, nach meiner Meinung, sozusagen demokratische Prinzipien zu verletzen. Ich habe... Sagen wir mal anders, damit jetzt nicht die, die AfD ist ja jetzt nicht verboten, aber sozusagen den Artikel 1 unseres Grundgesetzes, die Würde jedes Menschen zu achten. Das legitimiert dazu nicht. Und da kann man sich auch nicht rausreden. Jeder hat sein eigenes Leben, jeder hat seine Verantwortung. Demokratie lebt von dieser Verantwortung des einzelnen Menschen. Die Demokratie lebt von Voraussetzungen, die sie selber gar nicht schaffen kann. Und deshalb finde ich, also deshalb bin ich an der Stelle sehr hart. Dann frage ich jetzt auch mal hart nach. Ja. Sie wissen, dass in Sachsen bei den letzten beiden Bundestagswahlen die AfD, die ja Sie ja schon im Namenzug als Andeutung hat, zweimal die stärkste Partei wurde. Und ich nenne nur ein Beispiel, ist mir deswegen so in Erinnerung geblieben, weil dort die Großeltern lebten einer Kollegin von mir bei der Zeit, Dorf Chemnitz heißt das, im Erzgebirge. Da hatte die CDU bei den Bundestagswahlen 2013 noch fast 60%. Und jetzt bei den letzten Wahlen hatte die AfD 47,9%. Das ist doch Ihre Kernwählerschaft gewesen. In Sachsen, das war doch immer eine CDU-Hochburg, so stark wie sonst nur die CSU in Bayern. Dafür haben Sie doch eine Mitverantwortung. Also erstens ist das mit der CDU-AfD-Wählerschaft nicht ganz so einfach, weil, das wissen Sie ja auch, sehr viele, die nie gewählt haben, plötzlich AfD gewählt haben, sehr viele CDU-Wähler enttäuscht waren und nicht gewählt haben. Aber es sind sehr viele CDU-Wähler, es sind auch linken Wähler, es gibt auch Sozialdemokraten, die AfD gewählt haben. Und natürlich, was heißt Mitverantwortung? Ich habe politische Situationen zu bewältigen gehabt, die zu einer Spaltung der Meinung in Deutschland geführt haben. Da waren nicht 90% der Meinung, so wie wenn Sie ein Steuersenkungsgesetz machen, da können Sie darauf hoffen, dass 80% dafür sind. Wenn Sie Entscheidungen fällen, wie die im Zusammenhang mit den Flüchtlingen, eben die Menschen kommen zu lassen, die auf europäischem Gebiet waren, dann hat das Widerspruch hervorgerufen. Und wenn die Reaktion einiger Menschen ist, jetzt zeige ich das, indem ich sozusagen nur noch opponiere, und dann muss ich das demokratisch hinnehmen. Deshalb kann ich aber Entscheidungen, die ich aus Gründen der Menschlichkeit und aus Gründen meiner Überzeugung für richtig gehalten habe, nicht rückgängig machen. Und ich kann auch nicht hinterher Verständnis äußern und sagen, das verstehe ich schon, dass ihr jetzt trotz deshalb Leute anpöbelt und beschimpft und das... Ich musste kontroverse Entscheidungen treffen. Die AfD hat ihren Ursprung gehabt in der Euro-Krise, ja, als es um die Frage ging, halten wir den Euro zusammen. Und dafür bin ich Bundeskanzlerin. Ich habe Mehrheiten bekommen zu bestimmten Bundestagswahlen. Die haben mich in die Lage versetzt, auf Dinge zu reagieren, die ich mir selber ja nicht gewünscht habe.
Ich meine, diese Idee, ich hätte die Euro-Krise mir sozusagen gewünscht und ich hätte mir gewünscht, dass Menschen aus Syrien ihre Heimat verlassen müssen oder aus Afghanistan. Das ist ja vollkommener Quatsch. Ich musste darauf reagieren, so wie ich das für richtig halte. Und das kann Kontroversen im Lande mit sich bringen. Und bei diesen Kontroversen muss ich dann damit leben, dass damit auch neue politische Kämpfe aufkommen. Und insofern haben die Ereignisse und meine Politik dazu geführt, dass das so ist. Aber deshalb muss ich trotzdem nicht Verständnis haben und sagen, genau das ist jetzt die einzige mögliche Reaktion darauf. Nein. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, wenn Wählerinnen und Wähler mit bestimmten Entscheidungen und Maßnahmen nicht einverstanden sind und dann eine immerhin zugelassene Partei wählen und damit ihren Protest zum Ausdruck bringen, dass das nicht in Ordnung ist, wenn ich Ihre Worte richtig deute. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Was heißt nicht Weil Sie in sagen, Ordnung? Sie müssen Sie kein Verständnis äußern. Nein, ich werde kein Verständnis für Menschen haben, die andere Menschen anpöbeln. Das ist geschenkt. Aber die Überlegung, wie hole ich Leute wieder zurück, das ist ja eine andere Sache, natürlich. Aber ein Grund, warum ich 2017 noch einmal kandidiert habe, war genau der Grund zu sagen, ich hau jetzt nicht ab nach der Entscheidung, sondern ich stelle mich noch mal zur Wahl und gucke, ob ich wieder eine Mehrheit bekomme. Weil ich mir nicht den Vorwurf machen lasse, die macht da irgendwelche Entscheidungen und dann geht sie weg. Denn es hätte gute Gründe gegeben, auch 2017 schon aufzuhören. 12 Jahre Bundeskanzlerin sein ist auch schon ganz gut. Mhm. Und für alle, die nicht mit der AfD koalieren wollten, war es so, es gab ohne CDU, ohne Union keine Mehrheit. Das war das Ergebnis der Möglichkeit aller Deutschen, die wahlberechtigt sind, zu wählen. Und das hat gezeigt, dass es da schon einen Rückhalt gibt. Und natürlich muss ich aufpassen, und das ist ja auch eine der ganz großen Konfliktsituationen, wenn ich zum Beispiel mit Klimaschützern, also meinetwegen mit Luisa Neubauer gesprochen habe, dann sagt sie zu mir, wissen Sie, Sie wollten den Klimaschutz nicht richtig. Wenn Sie ihn richtig gewollt hätten, dann hätten Sie viel mehr gemacht. Und dann habe ich schon manchmal gesagt, natürlich muss ich aufpassen, dass ich nicht zum Schluss 70% habe, die überhaupt nicht mehr verstehen, was ich mache. Und das ist in den neuen Bundesländern etwas schwieriger. Und ich brauche für alles, was ich tue, in der Demokratie eine Mehrheit. Und dazu stehe ich auch. Ich kann nicht sagen, weil ich jetzt was ganz besonders Wichtiges habe, will ich diese Mehrheit nicht mehr. Das muss ich im Auge haben. Und trotzdem, das unterscheidet sich davon, dass ich kein Verständnis habe für bestimmte Verhaltensweisen. Mhm. Das hängt miteinander zusammen. Weil Sie sagen, es ist geschenkt. Nein, es ist geschenkt, dass Menschen, dass man kein Verständnis... Naja, Moment, ja, Moment, ja, ja, Moment, aber... Moment. Nein. Also jetzt habe ich das vielleicht ein bisschen Sie zu hart, weil Sie so gesagt haben, ach, das ist geschenkt. Geschenkt ist, dass man kein Verständnis für Menschen aufbringt, die Sie wie in Heidenau aufs Ordinärste und beleidigt haben. Oder gar Menschen, die Anschläge verüben oder andere Dinge. Genau. Aber sich als Politikerin nicht zu kümmern für Menschen, die sich von der Demokratie entfernen. Naja, ich meine, Sie sagen, Sie sind nochmal angetreten, aber die AfD ist, wenn man den Umfragen im Moment trauen darf, so stark wie noch nie. Ja, das stimmt. Aber jetzt will ich vielleicht noch mal sagen, ich bin ja nicht irgendwie in meinem Kanzleramt versunken und habe das Haus nicht mehr verlassen. Ich habe Bürgerdialoge gemacht. Ich bin nach Chemnitz gegangen, nach diesen schrecklichen Vorfällen dort. Ich habe dort mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutiert. Ich habe mir da auch viele Fragen oder viele Zweifel oder auch viel Kritik angehört. Darum geht es ja nicht. Ich finde, gerade in solchen Situationen muss ich zu den Menschen gehen. Ich bin mal von einem Journalisten in einem Hintergrundgespräch, hat einer zu mir gesagt, wissen Sie, Sie sind ja keine typische Ostdeutsche, Sie haben ja immer Ihren Wahlkreis gewonnen. Und da habe ich gesagt, was? Was heißt denn, ich bin keine typische Ostdeutsche? Ich meine, in meinem Wahlkreis, ich habe meinen Wahlkreis immer gewonnen, obwohl dort auch eine starke AfD ist. Aber gewonnen habe ich. Und das zeigt doch auch, dass wir jetzt aufpassen müssen, die AfD ist stark im Augenblick, aber
ich konzentriere mich erstmal auf die, die für die Demokratie sind und versuche die, die gerade auf dem Abweg sind, sie zurückzugewinnen. Bei manchen Menschen ist es aber schwer, sie zurückzugewinnen. Und deshalb müssen wir vor allen Dingen mal die stärken, die heute noch das teilen, wofür wir ja auch immerhin 1989 gekämpft haben. Ich komme gleich nochmal zurück auf die zweite Rede und die Zeit der akuten Flüchtlingskrise. Sie können mir übrigens keine Angst, dass Sie mich zu hart anfassen. Ich finde, dass Journalisten auch nicht Mimosen sein dürfen. Richtig. Ja. Das, empfindsam, finde ich, schadet auch Politiker nicht. Aber Mimosen, dann ist es der falsche Beruf. Ich hatte jetzt nur den Eindruck, also wir beide brauchen uns, glaube ich, nicht zu... ich hatte den Eindruck, dass ich Sie vielleicht... Nein, es ist ganz lieb von Ihnen, dass Sie nachfragen. Es geht noch. Weil Sie es mehrmals schon erwähnt haben, dass Sie beim demokratischen Aufbruch waren in den Monaten der Wende. Sie haben gesagt, dass der demokratische Aufbruch lag in mehr als andere oppositionelle Gruppen, weil er war weniger links. Er war auch von den Biografien der Menschen, die daran beteiligt waren, auch vielfältiger. Es gibt ja heute noch Beobachter, die sich wundern, dass sie in der CDU gelandet sind. Auch ehemalige Weggenossen von Ihnen. War das für Sie eher, manchmal rutscht man ja im Leben in so Situationen rein, dass man sagt, da waren die einfach. Die haben mich mehr aufgenommen als eine andere Gruppierung. Oder würden Sie sagen, Sie sind auch überzeugt von den Werten und der Politik der CDU gewesen? Ich habe extra gewesen nachgeschoben, weil mir bewusst war, wie viel Sprengkraft sonst in der Gegenwartsform liegt. Wenn ich es nicht wäre, wäre ich nicht CDU-Mitglied. Wissen Sie, das ist schon wieder, jetzt wird es ja noch heikler hier. Wenn Sie sagen, also natürlich bin ich mit voller menschlicher Klarheit Mitglied der CDU geworden. Sicherlich, weil der demokratische Aufbruch sehr schlapp war. Er hatte nur 0,9% bei der Volkskammerwahl. Das war natürlich nicht das, was wir uns erhofft hatten. Und unser Vorsitzender war bei der Stasi gewesen. Das ist wenige Tage vorher entdeckt worden, Herr Schnur. War nicht so toll. Bei der SPD wurde es wenigstens erst nach der Volkskammerwahl entdeckt. Aber wir hätten auch sonst nur 1,1% bekommen. Das ist egal. Die Staatssicherheit hatte überall noch ihre Hände im Spiel. Und der demokratische Aufbruch ist dann in der Zeit zwischen 1989 und 90 durch eine sehr, sehr komplizierte Phase gegangen, in der sich sozusagen die Partei im Grunde gespalten hat. Das ging schon auf dem Leipziger Parteitag im Dezember 1989 los. Und es gab diejenigen, die schnellere deutsche Einheit wollten. Und es gab diejenigen, die gesagt haben, wir wollen doch noch mal eine Weile einen dritten Weg. Und die auch noch das ganze Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland neu machen wollten. Also so wie es ja steht, sollte sich das deutsche Volk eines Tages eine Verfassung geben, dann nach Artikel 146, dann muss es in einer Volksabstimmung sein, dass man also darüber noch mal debattiert. Und dazu gehörte ich nicht. Ich gehörte zu denjenigen, die gesehen haben, aus ökonomischen Gründen und auch anderen, es ist richtig, bei allen Komplikationen, die es mit sich bringt, auf die schnelle deutsche Einheit zu setzen. Ich war eine überzeugte Freundin der sozialen Marktwirtschaft. Und das waren die Dinge, die ich beim demokratischen Aufbruch gefunden habe. Und andere haben den demokratischen Aufbruch verlassen. Sind Sie manchmal erstaunt, wie viel Zustimmung Sie auch finden in Milieus, die überhaupt nichts mit der Union zu tun haben? Also in akademisch grünen Milieus eher oder was ich auch im Ausland beobachte, also in Italien zum Beispiel, in den linksintellektuellen Milieus, da sind Sie eine Art Heilige. Ja, und trotzdem bin ich CDU-Mitglied. ich glaube, weil, oder ich, was heißt erstaunt? Ich, für mich, und das unterscheidet vielleicht meine politische Sozialisation von der, die auch manche viele in Westdeutschland hatten, für mich sind Mitglieder anderer Parteien bestenfalls, natürlich sind sie Wettbewerber, aber sie sind nicht Feinde. Also es gibt ja so Unverträglichkeiten, die Schwatten, sagt man dann
über die Sozialdemokraten und die Sozialdemokraten sagen, die Sozialdemokraten sagen über die CDU, die Schwatten und die anderen sagen, ihr sind eben die Sozis und die Sozen. Richtig. So, also immer so mit einem Schuss Verächtlichkeit. Und ich bin ja mit meinem Chef damals aus der Akademie auch auf Parteiensuche gegangen. Und für mich stand das nicht fest. Wir haben uns ja in der DDR damit befasst, dass wir gegen die DDR sind. Aber waren ja nicht vorbereitet, welcher Partei wirst du einmal beitreten, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Und das war dann schon ein interessanter Suchprozess. Sie haben sich auf die Suche gemacht. Gab es denn auch eine andere Partei damals, die vielleicht in Frage gekommen wäre? Na, ich bin bei der zweiten hängen geblieben. Und der erste war die SDP, hieß sie ja damals in der DDR. Und da ist mein Chef hängen geblieben. Aber mein Chef würde ich jetzt niemals als irgendwie, wir waren beide gleichermaßen gegen die DDR und deshalb ist der für mich nicht so unverträglich geworden durch die Wahl einer anderen Partei, sondern wir haben uns irgendwie gefreut, dass wir jetzt Vielfalt haben. Mhm. Und vielleicht ist diese Offenheit etwas, was man sonst aus den festgefügten Parteimilieus der alten Bundesrepublik nicht so kennt. Zurück zur zweiten Rede. Ansonsten bin ich halt ein Menschenfreund. Ja. Menschenfreundin. Okay. Ja, das ist mir schon die ganze Zeit während unseres Gesprächs aufgefallen. Sie gendern nicht. Naja, also ich meine, als ich nach der Deutschen Einheit war ich, oder in der DDR war ich Physiker. Und Physikerin. Ich war Physiker. Und ich war Diplomphysiker, so stand es auf meinem Diplom. Und ich habe mir sehr wohl angewöhnt, über mich als Physikerin zu sprechen. Heute kommt es mir auch manchmal richtig komisch vor. Und für mich ist es so, wenn der Duden zuschlägt und das Gendern, wie Sie es jetzt vielleicht wollen. Eben ich? Ja, weil Sie ja, ich weiß nicht, ob Sie es wollen oder nicht, was Sie jetzt von mir erwarten. Ich halte mich immer an den Duden. Ich das da, die Duden ist ganz schön, würde ich sagen, Cash geworden in letzter Zeit. Ja. Der erlaubt Dinge, die wären früher unvorstellbar gewesen. Ich gendere gelegentlich nicht mit dem Sternchen in der Mitte und der Pause, aber ich sage dann beides. Das mache ich auch. Weil es erscheint mir eine Frage der Höflichkeit. Ja, das mache ich ja auch. Okay, da sind wir aber jetzt hier. Im Zusammenhang mit mir. Es war ja nur eine Beobachtung, es war keine Wertung. Im Zusammenhang mit mir. Manchmal sind Sie schon nicht misstrauisch. Nee, ich habe mir nur heute sehr viel Mühe gegeben, wenigstens in zu sagen, wenn ich nicht über mich spreche. Sie haben zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, vielleicht ein zu starkes identitätspolitisches Bekenntnis. Also als Ostdeutsche hätte ihn als Zeichen der Schwäche ausgelegt werden können. Sie sind immer wieder gefragt worden, ob Sie Feministin seien, warum Sie keine große Frauenrede gehalten haben. Und da haben Sie bei einer Podiumsdiskussion, ich glaube mit Christine Lagarde und mit Ivanka Trump, wenn ich mich nicht irre. Ivanka Trump, ja. Königin Maxima und... die Königin habe ich vergessen. Da haben Sie gesagt, diese Feder stecke ich mir nicht an. Warum? Ich glaube, dass Sie so eine starke Wirkung als Role Model gespielt haben für zwischen ganze Generationen über die Frage, von Frauen. Über die Frage denke ich noch nach. Ob Sie es mal machen? Nein. Ja. Über die Frage denke ich nach. Übrigens war das eine sehr interessante Situation und vielleicht gibt mein Buch darauf ja dann auch mal eine Antwort. Aber da bin ich noch nicht so ganz am Ende. Ein Gedanke ist, dass ich einfach immer fand, für mich ist eine Feministin gewesen, Alice Schwarzer oder eine wirkliche Vorkämpferin. Und ich hatte ja schon das doch besser. Aber natürlich, und das will ich ausdrücklich sagen, war und bin ich ja vielleicht heute noch, bin ich Role Model, wie man so schön sagt. Also ich bin die erste Bundeskanzlerin gewesen. Ja, und darüber freue ich mich auch. Und die Tochter von Annalena Baerbock. Die Tochter von Annalena Baerbock, das hat sie mir selbst erzählt, aber sie hat es dann auch in einer Veranstaltung gemacht. Die Tochter?
von Annalena Baerbock. Nee, ich meine, hat die Tochter Ihnen das erzählt? Nee, Annalena Baerbock hat mir das erzählt. Sorry, nein. Aber sie hat es dann auch öffentlich gemacht, deswegen ist das jetzt keine Indiskretion. Die hat mal gefragt, ob man auch als Mann Kanzlerin werden will. Also kann. Das ist doch ganz erstaunlich, was sich da im Bild Ja, das finde ich auch schön, ehrlich gesagt, dass jetzt diese Rolle ausgefüllt ist. Und ich hatte ja am Anfang auch durchaus Schwierigkeiten, diese Rolle auszufüllen. Oder ich musste sie ja, ich konnte mich ein bisschen umgucken in der Welt. Ich bin ja nicht die erste Regierungschefin. Aber es war schon auch wichtig, dass ich das ausgefüllt habe. Und dessen war ich mir auch bewusst und ich finde das toll und ich finde es irgendwie eben dramatisch, dass es in der Wirtschaft noch so wenige gibt. Es hat sich ja, ich meine, ich sehe das jetzt zum Beispiel mit großer Freude, dass ich im Buchverlagswesen, dass da sehr viele Frauen Verlegerinnen, Chefinnen sind, das ist toll und das muss überall so werden. Wir brauchen Parität, überall. Sind Sie... Sind Sie für eine Quote auch bei den Listen zur Bundestagswahl? Ja, das hat sich ja als sehr schwierig herausgestellt. Selbst bei denen, die das noch mehr wollen als ich, wer sehr viele Abgeordnete über die Liste bekommt, ich bin für Quoten auf den Listen. Aber wenn ich jetzt einen Wahlkreis habe und einer vertritt einen Wahlkreis oder eine vertritt einen Wahlkreis, dann ist das natürlich sehr schwierig, das zu verordnen. Also da gibt es schon gewisse Schwierigkeiten, das hinzubekommen. Da gibt es ja viele, viele Modelle, ob immer zwei einen Wahlkreis vertreten, ein Mann und eine Frau oder was auch immer. Aber das ist dann mit den Auswahlprinzipien für Direktkandidaten nicht ganz so einfach zu sagen. Ich bin dafür, dass wir auf welchem Wege auch immer dazu kommen, dass der Bundestag auch zur Hälfte aus Frauen und zur Hälfte aus Männern besteht. Und die Parteien, die dem mehr Bedeutung zumessen, das muss ich ganz ausdrücklich sagen, also die CDU hat dem nicht immer genügend Bedeutung zugemessen. Und die Parteien, die aber auch weniger Direktkandidaten haben, haben es da etwas einfacher. Hat die Parteivorsitzende der CDU und langjährige Bundeskanzlerin genug getan, um Frauen zu ermuntern, in die Politik zu gehen? Ja, wenn ich mir die Mitgliederzahl in meiner Partei anschaue, offensichtlich nicht. Ich habe mir Mühe gegeben, aber es hat nicht gereicht. Würden Sie sich das vorwerfen? Vorwerfen? Es gehört zu dem Kapitel, wo ich nicht zufrieden sein kann. Ich kann ja jetzt nicht überall, wo Politik, ich etwas haben Sie gesagt, ist, wenn ich erreicht habe, immer gleich mit Vorwurf. Ja, also ich habe mir schon Mühe gegeben, aber das Role Model alleine oder das Rollenverständnis alleine macht es noch nicht. Es geht um die Frage, welche Themen werden diskutiert, spricht das Frauen an, welche Formen der Parteiarbeit sind da und ehe sie da wirklich durchdringen. Also ich habe das Ziel, was ich gerne erreicht hätte, an der Stelle nicht erreicht. Sie haben ja mehrmals schon gesagt, Sie haben heute ein bisschen mehr Zeit nachzudenken über die Frage. Vor allen Dingen, Sie müssen die Vergangenheit beschreiben und nicht in die Zukunft unbedingt denken. Sie haben mal gesagt, gar nicht so lange her, erfolgreiche Politik ist, wenn ein bisschen mehr gelingt als misslingt. Jetzt haben Sie gesagt, Förderung der Frauen in der eigenen Partei, das ist vielleicht etwas, was Ihnen nicht so gut gelungen ist. Gibt es noch andere Dinge, von denen Sie sagen würden, die sind eher misslungen? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Zitat wirklich auffindbar so ist. Doch, das stand in der Zeit und das war autorisiert. Nicht, dass der Kompromiss immer... erfolgreiche Politik, Regierungspolitik. Gut, ja, also jetzt muss ich ja... Ist denn der Satz falsch? Ja, was ist... Also, hundertprozentiges Gelingen gibt es sehr selten. Das steht in dem Satz drin. Ja, und deshalb ist ja auch 80-prozentiges Gelingen einer Sache schon ein Gelingen. Und ich hoffe... Wenn man jetzt mal Bilanz zieht, aber das ist ja nicht an mir, diese Bilanz zu ziehen, dass in der Bilanz schon etwas mehr gelungen ist, was ich mir vorgenommen habe, als misslungen. Aber das klingt so, als ob das andere beurteilen müssten. Ja, ich habe noch... Und nicht, was Ihr eigener Maßstab ist. Mein eigener Maßstab ist so, dass ich, es wird mir manchmal sogar vorgeworfen, dass ich glaube, dass ich die wichtigen Entscheidungen
so getroffen habe in der jeweiligen Zeit nach bestem Wissen und Gewissen und nach bestem Ermessen und auch heute mir beim Nachdenken nicht sofort einfällt, was alles falsch ist. Mhm. Und trotzdem gibt es Sachen, das habe ich ja auch in Ihrem Interview gesagt, für die ich hätte vielleicht noch stärker eintreten müssen, nur Sie müssen einfach mal sehen, auch für eine Bundeskanzlerin hat der Tag nur 24 Stunden. Auch eine Bundeskanzlerin muss irgendwie schlafen, essen, ruhen. Und die Vielzahl der Ereignisse, der Erwartbaren und der Unerwartbaren, die auf einen einprasseln, haben natürlich auch was mit dem zu tun, was einem gelingt und was einem nicht gelingt. Also ich sage mal, wenn es kein Corona gegeben hätte, keine Flüchtlinge gegeben hätte, keine Euro-Krise, hätte ich vielleicht mehr Zeit für Klimaschutz gehabt. Ja, kann sein. Liegt ja in der Natur der Sache. Aber so zu tun, das sage ich im Rückblick auch, so zu tun, als könnte man beliebig viele Probleme mit der immer gleichen Intensität pro Tag bearbeiten, das entspricht auch nicht der Wahrheit. Und eine meiner Sorgen zum Beispiel im Augenblick, weil ja die ganze Sache, das ist überhaupt keine Kritik, jeder muss jetzt auf diesen Ukraine-Krieg reagieren und so weiter, aber eine meiner Sorgen ist schon, dass zum Beispiel das Thema Klimaschutz eher wieder ein bisschen in den Hintergrund gerät und nicht so. Weiter im Hintergrund bleibt. Oder vielleicht noch auch das hier. Ja. Also weiter nicht die Bedeutung bekommt, die es eigentlich verdient. Oder der Artenschutz, noch schlimmer. Die Vielfalt der Arten, das weil ist ja weil man es da auch am ehesten erkennen kann. Ja. Ja. In der zweiten Rede, das ist die Eingangs, das aus dem, die, der Abdruck der, des Eingangsstatements einer Sommerpressekonferenz, die Sie wenige Tage vor der Nacht vom 4. zum 5. September gegeben haben. Da steht dieser inzwischen zum geflügelten Wort gewordene Satz. Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Das Motiv, mit dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Als Sie das gesagt haben, ich habe es mir extra jetzt nochmal angeschaut, die Pressekonferenz, da schauten Sie vom Manuskript weg, weswegen ich Sie fragen wollte, war das schon in der Rede im Statement drin oder haben Sie das spontan noch angefügt? Nein, das war drin. Das war drin. Aber es war so verinnerlicht, dass Sie gesagt haben, das spreche ich, also ich frei. Das hört sich jetzt vielleicht auch komisch an. Ich habe oft fast erstaunt vor mir gestanden oder mit mir gestanden und habe mich gewundert, wie viel ich ablesen musste, weil ich das ja eigentlich im Kopf hatte. Und hier war es jetzt aber ein Satz, der war so in mir, dass ich ihn, und ich meine, dass das Motiv einer Herausforderung sein muss, wir schaffen das, das ist ja eigentlich auch das war immer mein Prinzip in der Politik. Und an dieser Stelle, dass ich so gesagt habe und dass ich vielleicht sogar noch hochgeguckt habe, hat ja im Grunde deutlich gemacht, dass ich wusste, dass es etwas Schwieriges ist, was auf uns wartet. Sind Sie mit dem Ergebnis dessen, was Sie möglich gemacht haben, heute zufrieden? Also ich finde... Sie müssen anerkennen, die Frage ist relativ geschickt gestellt. Und Sie müssen anerkennen, dass mein freundliches Lächeln das doch zum Ausdruck gebracht hat. Ich wollte mich nur noch mal vergewissern. Genug des Lobes. Alexander Osterling hat ja auch nicht gesagt, das Gespräch läuft gut, wenn Sie mich loben, sondern wenn Sie sich lustig machen über mich. Ich hatte noch keine Gelegenheit, zu dem Satz Stellung zu nehmen. Vielleicht hat Alexander Osterling zu schnell geglaubt, dass ich mich lustig mache über ihn. Sie meinen, das wäre dann auch zu viel der Ehre gewesen? Nein, das Gespräch wurde gut, wenn wir einfach ins Gespräch gekommen sind. Okay. So. Also jetzt zurück. Und da wir beide fröhliche Menschen sind und wir beide auch, ist das dann eben so. Ja, zurück zu der also nochmal zurück, zurück zu der Frage. Ob Sie zufrieden sind mit dem Ergebnis Ihrer Flüchtlingspolitik? Natürlich. Also ich bin erstmal zufrieden damit, was Deutschland geschafft hat durch seine Bürgerinnen und Bürger. Ich war diejenige, ich musste ja kein Bett bauen, keine Flüchtlingsunterkunft. Ich habe gesprochen, ich habe gesessen, ich habe meine politischen Entscheidungen gesagt. Ich habe aber so viel Verbündete dafür getroffen, dass ich sage, ja,
In dieser damaligen Notsituation war das etwas, worauf wir, ich finde, also worauf ich stolz bin, im Sinne, dass ich stolz bin auf die Menschen, die da mitgeholfen haben. Das muss ich ganz eindeutig sagen. Und wissen Sie, wir haben, wenn ich in außerhalb des europäischen Kontinents bin, wenn ich sehe, was jetzt wieder im Sudan, was Nachbarländer zum Teil leisten, und dass wir eben auch versäumt hatten, dass wir in Syrien dem Welternährungsprogramm, und das habe ich ja auch oft gesagt, und der Welt, dem UNHCR genügend Geld gegeben haben, damit die Menschen nicht ihre Heimat verlassen mussten. Dann war es richtig, dass wir damals diesen Kraftakt gemacht haben, und dann ist es auch heute richtig, dass wir humanitär helfen. Ich habe aber auch, und dafür bin ich dann ja auch kritisiert worden, natürlich das EU-Türkei-Abkommen gemacht, um ein Stück weit hin zu den Ursachen dieser Flucht wiederzukommen. Das 5 Monate danach gegriffen hat. Ja, manches dauert eben. Ja, war nur eine Feststellung. Wenn sie das 5 Monate danach gegriffen hat, ja. Ich habe damals mit dem Ministerpräsidenten Davutoğlu darüber gesprochen. Als erstes hat man Visums. Ich könnte Ihnen jetzt eine ganze Sache. Nein. Ja, wollen Sie nicht. Aber ich sage mal, das müssen wir ja dann auch erst lernen, wie so etwas greift. Das sind ja Menschen, haben kein Geld mehr gehabt, sie haben kein Essen für ihre Kinder gehabt, sie haben keine Möglichkeiten gehabt, überhaupt Bildungschancen zu haben. Und dann war etwas in Gang gekommen, womit sehr viel Hoffnung verbunden war. Und dann hat es eben gegriffen. Und bis dahin haben wir das geschafft, was wir zu leisten hatten. So. Und trotzdem ist das Thema jetzt nicht zu Ende. Und ich nehme ja zu der aktuellen Politik, will ich ja auch nicht Stellung nehmen. Aber ich will nur sagen, das, was ich damals immer wieder gesagt habe, das ist, glaube ich, nach wie vor richtig. Ich muss bei den Ursachen beginnen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in dieser Woche einen Fernsehbericht gesehen habe von der Situation in Afghanistan, dass das Welternährungsprogramm sagt, dass sie kein Geld mehr haben. Nicht, dass sie nicht bei den Taliban vorkommen oder dass die Frauen nicht sich Essen abholen dürfen, sondern dass sie kein Geld mehr haben in wenigen Wochen. Dann kann ich einfach nur hoffen, dass sie auf der Welt Menschen finden, die das dem Welternährungsprogramm Geld geben. Und das sind die Dinge, wo wir wirklich dran arbeiten müssen. Wir müssen es partnerschaftlich machen mit den Ländern, wo die Menschen herkommen. Das ist oft viel, ich weiß, wie schwierig das ist, aber deshalb ist das Thema Flucht auch Menschenhandel oder Schlepperbanden, Menschen, die sich in eine wahnsinnige Gefahr bringen. Jetzt wir erleben ja jeden Tag, dass Menschen vor der tunesischen Küste zum Beispiel umkommen. Das sind Dinge, die sind ja nicht die sind ja jetzt nicht gelöst, und wir haben mehr als genug Probleme weiterhin. Aber über diesen Zeitabschnitt, den wir damals hatten, da würde ich sagen, da ist uns doch etwas gelungen. Ja. Dann erlauben Sie mir eine Nachfrage. Das ist der 4.5., die Nacht vom 4. auf den 5. September. Das ist jetzt fast 7,5 Jahre her. 45% der Menschen, die damals gekommen sind, sind immer noch auf staatliche Unterstützung angewiesen. Und das in einem Land, das so ein dringendes Bedürfnis hat nach Fachkräften, überhaupt nach Arbeitskräften auf fast allen Gebieten. Ist das, wie erklären Sie sich das? Und würden Sie das unter die Rubrik Erfolg oder Misserfolg zählen? Ich würde erst mal sagen, 55% sind es offensichtlich nicht mehr. Und bei den 45% müssten wir uns jetzt das nochmal genau anschauen. Das sind vielleicht zum Teil Frauen, die... Nein, es sind überwiegend Männer. Ja, es sind ja sowieso überwiegend Männer gekommen. Für manche ist das nicht so ganz einfach. Manche strengen sich vielleicht auch nicht genug an. Da versuchen wir ja auch immer wieder Mechanismen zu finden, wie das möglich ist. Aber ich sage jetzt mal, wissen Sie, von wie vielen Kleinigkeiten das abhängt, ob jemand hier vielleicht diesen Weg findet, Facharbeiter zu werden oder einen Beruf zu lernen oder eine Chance zu bekommen. Und deshalb kann ich nur jeden Menschen ermuntern, der einem Flüchtling oder einem Migranten begegnet, der eine Chance auf Bleibeperspektive hat, ihm freundlich gegenüberzutreten. Weil das sind vollkommen neue Welten. Und ich würde da immer
nicht jetzt sagen 45% und was soll das heißen? Wollen Sie sagen, die sind nicht willig? Ich meine, da muss ich erst mal fragen, sind wir vielleicht unfähig, die zu integrieren? Die also, ist das, was heißt das? Wollen die nicht? Wollen Sie von mir eine Antwort? Ja, nein, Sie fragen ja mich, aber ja. Ich sage nur so, das heißt, wie finden Sie das, dass 7 Jahre später, nun sind ja nicht alle 2015 gekommen, es sind danach welche gekommen, aber meinetwegen sind es 45 von denen, die damals gekommen sind. Ich kenne eben sehr, sehr viele gute Beispiele und ich möchte, dass es mehr gute Beispiele werden. Wir können uns mit den 45% nicht zufrieden geben, das ist richtig. Es gibt heute kaum ein verantwortungsbewusster Politiker, der sagen würde, Frau Merkel hätte anders entscheiden sollen in der Nacht. Da sind fast alle bei Ihnen. Es gibt aber eine ganze Reihe von Politikerinnen und Politikern, die sagen, was ausgeblieben ist, war dann ein Signal, dass nicht so viele kommen können, weil wir das nicht so richtig stemmen können. Diesen Vorhalt kennen Sie. Und deshalb frage ich Sie, warum ist eine Woche am Wochenende danach, nach der Öffnung, da war ja die Bundespolizei bereit, die Grenzen, soweit es überhaupt möglich ist, zu schließen. Und offenbar hatte das auch die Zustimmung des damaligen Bundesinnenministers Thomas de Maizière. Haben Sie damals interveniert und gesagt, lasst das sein? Also diese ganz ausgefeilten Szenarien, die ich später in der Zeitung gelesen habe, die hat man mir lieber nicht vorgelegt. Denn da stand drin, wie viel Wasserwerfer man braucht und wie viele Tage man das durchhält, damit man die Menschen nicht kommen lässt. Das, ehrlich gesagt, für mich kam das so nicht in Frage. Sie hatten also Kenntnis und waren dagegen? Nein, ich habe ja gesagt, diese Szenarien habe ich so nicht gekannt. Ich habe gesagt, es gibt keine Zurückweisung, sondern es hat jeder ein Anrecht darauf, eine Prüfung zu bekommen. Und wenn, dann wird das Problem an der Wurzel oder näher an den Ursachen gelöst. Und das war die Antwort, war das EU-Türkei-Abkommen. Da sagen Sie, das hat 5 Monate gedauert und das hätten Sie ja nach 7 Tagen haben können. Nach 7 Tagen wollte ich es mit den denkbaren Szenarien unter keinen Umständen. Und ich möchte mir diese Bilder auch überhaupt nicht ausmalen, ehrlich gesagt. Sie haben immer wieder gesagt, das waren Menschen, die waren auf dem europäischen Kontinent, die waren in Österreich. Und also das ist für mich kein gangbarer Weg gewesen. Wobei. Den Weg der Begrenzung haben ja dann andere vorgenommen, in dem auf der Balkanroute immer wieder Grenzen dicht gemacht wurde. Es gab ein Modell, das hat auch... Da sieht man ja heutzutage, wie gut das klappt. Ich sage nochmal, meine Antwort war erstens, die UN-Hilfsorganisation besser auszustatten, zweitens, der Türkei Geld zu geben, die 3 Millionen Flüchtlinge beherbergt, die zu großen Teilen an der syrisch-türkischen Grenze leben, es heute in der Türkei auch nicht einfach haben. Aber das war die für mich bessere Variante. Dafür bin ich dann zum Teil auch gescholten worden. Aber, ja, weil man ihnen auch vorgehalten hat, wir machen uns erpressbar dadurch von einem Mann wie Erdogan. Ja, wissen Sie, ich habe jetzt keinen Grund, und das ist ja auch bekannt, dass ich das, was Präsident Erdogan macht, in allen Teilen richtig finde. Im Gegenteil, da habe ich mit ihm harte Diskussionen geführt. Aber wenn jemand etwas richtig macht, und die Türkei ist ein ärmeres Land als Deutschland, und die Türkei hat 3 Millionen Menschen aufgenommen, dann muss ich doch nicht permanent sagen, jetzt werde ich aber von dem Mann erpressbar. Warum werde ich erpressbar, wenn ich dem Geld dafür gebe, dass er so viele Flüchtlinge aufnimmt? Weil wovor habe ich da Angst? Da kann ich ihn trotzdem kritisieren. Wenn er mit gewissen politischen Zielen nicht durchkommt, immer wieder dieses Schlupfloch größer macht und erst mal zeigt, was er tun kann. Ja, und deshalb sozusagen kühle ich mein Mütchen mit Wasserwerfern an ankommenden Flüchtlingen, oder wie? Das habe ich nicht gesagt, ich habe nur gefragt. Nein, aber ich sage Ihnen, ich muss ja auch mal ein bisschen in die Offensive kommen. Nein, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich mich erpressbar gegenüber Herrn Erdogan gemacht habe. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl gehabt, dass die Türkei hier etwas geleistet hat
Ich war in Gaziantep, ich habe mir das alles angeschaut, was dort los war und dass sie mit viel Einsatz das gemacht hat und dass unsere 3 Milliarden Euro, die wir da gegeben haben, oder vielleicht sind es jetzt inzwischen auch etwas mehr, dass sie gut investiertes Geld waren. Meine letzte Frage zu der zweiten Rede. Es gab zwischenzeitlich, ich hatte auch schon mal angesetzt zu der Frage, ein Modell, das auch in der Union Anhänger gefunden hat und vor allen Dingen in Österreich sehr befürwortet wurde, nämlich dass man gesagt hat, wir helfen auch mit Einsatz unserer Polizeikräfte in Slowenien und vor allen Dingen und auch in Kroatien möglicherweise Menschen abzuweisen, die mit gefälschten Dokumenten aufgegriffen werden oder überhaupt keine Papiere haben. Warum sagen Sie, wir müssen großzügig auch zu jenen sein, die sich nicht identifizierbar machen wollen? Das sage ich nicht, also da bin ich jetzt, nein, also ich war immer dafür, dass wir Schlepper und Schleuserbanden bekämpfen und wir haben auch ja, Deutschland hat ja auch Polizisten nach Griechenland geschickt, wir haben Polizisten nach Slowenien geschickt, wir haben den Serben geholfen, also das, so ist das ja nicht. Wir haben, ich bin auch dafür, dass die kein Aufenthaltsrecht haben, dass denen dann, wenn es möglich ist, sie wieder zurückgeschickt werden. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ich glaube nur, dass dieser Versuch, am einzelnen Menschen das ganze Problem fundamental zu lösen, dass der fehlschlagen wird, sondern dass ich an die Ursachen der Flucht gehen muss. Es ist ja nicht so, dass die Menschen leichtfertig da ihre Heimat verlassen und sich in irgendwelche Gefahren begeben. Und deshalb bin ich der Meinung, wir müssen mit den Herkunftsländern arbeiten. Wir müssen natürlich wir müssen vor allen Dingen auch diese kriminellen Strukturen natürlich bekämpfen. Dafür bin ich sehr. Und da bin ich auch dafür, dass die deutsche Polizei mit allen anderen Polizeien zusammenarbeitet. Frau Merkel, wir haben anders als im Berliner Ensemble Sie und Alexander Osang kaum geredet über den Krieg in der Ukraine. Aber wir können nicht auseinandergehen, ohne dass wir es wenigstens nochmal ansprechen. Sie haben gesagt, 2007 war das, da haben Sie die letzten Illusionen verloren über das, was Putin über den Westen denkt. Sie haben gesprochen von einer tiefen Verachtung gegenüber dem Westen, auch in der Beurteilung dessen, was im Zuge des Zusammenbruchs des sogenannten Ostblocks passiert ist. Da haben Sie gesagt, das war Ihr Glücksmoment. Für ihn war das die größte Katastrophe für das russische Reich, ich sage bewusst Reich. Woher speist sich bis heute nach Ihrem Eindruck und nach Ihren Begegnungen, die Sie mit ihm hatten, die Verachtung für das westliche System? Sie haben mir mal vor vielen Jahren erzählt, dass Putin Sie mal gefragt hat, wie so eine Koalition in Deutschland funktioniert, auf Landesebene. Dann haben Sie ihm erklärt, wie das läuft mit FDP und CDU. Und da hat er gesagt, oh Gott, ist das kompliziert. Aber das ist ja eher irgendwie gemütlich, wenn er so das formuliert. Woher speist sich diese Feindseligkeit? Also ich will als erstes sagen, damit da kein Missverständnis aufkommt, das, was er am 24. Februar des vergangenen Jahres gemacht hat, das ist vollkommen inakzeptabel und das, was die Regierung, was Europa jetzt macht, was der Westen, wenn man das so sagen will, macht, ist richtig. Zweitens, wenn man jetzt fragt, woraus speist sich diese Verachtung? Es gibt, und das ist jetzt aber wieder so, dass ich damit keine Erklärungsversuche mache, den 24. Februar 2022 zu rechtfertigen. Ja, ich will es nur noch mal auch ganz klar sagen. Es ist so, dass, das ist eine sehr weit verbreitete Meinung, glaube ich, in Russland, dass einfach dieser Zerfall der Sowjetunion mit ja sehr vielen russischstämmigen oder mit Russen, die dann weiter auch in den früheren Sowjetrepubliken gelebt hat, von Teilen Russlands als ein Versagen und als eine Niederlage empfunden wurde. Also der Westen, wir sind ja froh, dass wir gesiegt haben und dass sich die Demokratie weiter verbreitet hat. Und es ist zurückgeblieben ein Russland, das diesen Weg zur Demokratie bis heute nicht gefunden hat. Es gibt dort viele, die dafür kämpfen. Denken wir nur an Alexander Nawalny in dieser Stunde und viele, viele andere. Aber es gibt eben auch viele, die ihn nicht gefunden haben und die sich durch die Prozesse des Endes des Kalten Krieges irgendwo benachteiligt gefühlt haben. Und
Der Historiker Münkler würde das als revisionistische Kräfte benennen. Das gilt in gewisser Weise auch für Serbien so, die nach dem Zerfall Jugoslawiens im Grunde dieses Gefühl haben, und das ist Russland. Und solche revisionistischen Kräfte sind in der Geschichte immer, mit ihnen umzugehen, ist sehr schwierig. Aber ich kann mir das erklären. Es war der Sieg der Demokratie über eine Diktatur. Und damit finde ich das nicht richtig. Und ich weiß, dass sich viele Russen auch nach anderen gesellschaftlichen Situationen sehnen. Aber sie sind bis heute nicht eingetreten. Sie haben sich nicht viel, aber doch sehr eindeutig geäußert, als Sie immer wieder gefragt worden sind, warum, wenn Sie erkannt haben, wie dieser Mann über uns dachte und wie gefährlich dieser Mann auch sein kann, warum haben Sie uns nicht gewarnt und eine andere Politik gemacht, die uns nicht zum Beispiel in die völlige Energieabhängigkeit geführt hat, auch nicht nach der Annexion der Krim oder den militärischen Operationen im Donbass? Sie haben sich geäußert, ich habe auch alles nachgelesen und mich wirklich bemüht, es zu verstehen, aber ich habe es bis heute nicht verstanden. Würden Sie mir noch mal helfen? Ich tue mein Bestes. Ich glaube, dass, ich sag mal so, wir hätten spätestens dann ab, also Putin ist 2000 Präsident geworden, sagen wir mal ab 2005, 2006 hätten wir sagen müssen, okay, der Kalte Krieg ist nicht zu Ende, wir machen wieder eine Politik des Kalten Krieges. Ich habe ja dann noch im Interview mit Ihrer Zeitung gesagt, wenn ich mir was vorwerfe, dann ist es, dass wir nach den Beschlüssen der NATO in Wales die 2% nicht erfüllt haben. Ja, und wir hätten dann, im Kalten Krieg hat, glaube ich, die Bundesrepublik auch eher 3% als 2% für Verteidigung ausgegeben. Wir haben nur zur Erklärung ungefähr zu dem Komplex 20 Fragen gestellt und immer wieder gehofft, dass Sie sagen, ich habe da einen Fehler gemacht. Aber den Gefallen haben Sie uns nicht getan. Sie haben gesagt, man mir vorwerfen kann. Ich sag mal so, dann wollen wir es auch jetzt vollständig machen. Ich habe gesagt, es gab den NATO-Doppelbeschluss, der bestand aus zwei Seiten. Es bestand aus der Abschreckung und er bestand aus diplomatischen Versuchen. Und zu diesen diplomatischen Versuchen stehe ich. Denn wenn ich sehe, welches Elend natürlich die jetzige Situation mit sich bringt, und auf die müssen wir jetzt reagieren, sie ist da und sie ist von Putin provoziert worden. Aber zu versuchen, eine solche Situation zu verhindern, finde ich, ist der Mühe wert gewesen. Und 2014, das habe ich auch in dem Interview gesagt und sage hier auch gerne nochmal wieder, war die Ukraine auch noch in einer anderen Situation, als sie es heute ist. Sie haben gesagt, Sie wollten ihr auch Zeit geben. Das haben Ihnen wiederum die Russen übel genommen. Ja, haben Sie das verfolgt? Das war sehr interessant. Sogar Herr Putin hat gesagt, was für ein Verrat. Das hätten wir niemals von Frau Merkel gedacht. Das ist ja... Das ist ja eine bewusst irreführende Interpretation. Ich habe gesagt, wir machen ein Abkommen und dieses Abkommen ist in dem Geist entstanden, dass es dann auch eingehalten wird und hat das Ziel gehabt, dass die Ukraine ihre territoriale Souveränität bezüglich Donetsk und Lugansk jedenfalls, wir haben uns damals um die Krim nicht, die war nicht Teil dieses Minsker Abkommens, dass sie diese territoriale Integrität wieder erlangen. Das war das Ziel. Aber trotzdem ist in diesen Jahren zwischen 2015 und 2022 in der Ukraine viel passiert. Und da Präsident Putin auch die Abmachung von Minsk nicht so ernst genommen hat, wie ich mir das gewünscht hätte, ist natürlich noch mehr passiert in der Ukraine für deren Selbstwertgefühl und so weiter. Haben Sie aktiv geholfen nach dem Abkommen von Minsk? Haben Sie das Gefühl gehabt, Sie haben da viel gemacht dafür, dass die Ukraine stark werden konnte? Also, Sie glauben nicht, wie viel ich dafür gemacht habe. Also wirklich, die Zahl der Telefonate und die Zahl der Versuche und so weiter, da würde ich sagen, also mehr war nicht möglich, wenn ich nicht alles andere vernachlässigen wollte. Also da habe ich wirklich, wenn ich mich um irgendwas ganz intensiv gekümmert habe. Nein, stimmt auch nicht, aber darum habe ich mich mit größter Intensität gekümmert und zu meinem großen Leidwesen gab es ziemlich viele, die hat das ehrlich gesagt nicht so besonders interessiert.
Gar kein Vorwurf, ich sage nur... Besonders viele, wen meinen Sie da? Da stehe ich jetzt auf der Leitung. Im Europäischen Rat war es so, Deutschland und Frankreich haben sich gekümmert und viele haben dann gesagt, es ist schön, dass ihr euch kümmert. Und, aber wenn ich mir diese Zeitspanne anschaue, möchte ich Ihnen gerne eine Frage stellen, wenn Sie das Gefühl haben, Sie können darauf nicht antworten. Wäre es mir lieber, Sie sagen, ich antworte darauf nicht, als dass Sie ausweichen. Haben Sie vor dem 24. Februar vergangenen Jahres eigentlich den ukrainischen Machthabern getraut? Also, ich habe immer wieder, ich habe viel mit ihnen gesprochen, sowohl mit Präsident Poroschenko als auch mit Präsident Zelensky. Präsident Zelensky war gegenüber dem Minsker Abkommen sehr, sehr kritisch. Er hat das schon in seinem Wahlkampf gesagt und hat gesagt, er hält das für undurchführbar. Da waren wir unterschiedlicher Meinung. Deshalb habe ich ihm aber als Menschen trotzdem getraut. Also, er hat ja nicht hinterm Berg gehalten. Ich habe ihm gesagt, das ist das Einzige, was wir haben, aber ich habe keinerlei Grund zum Misstrauen, aber es geht ja um etwas anderes. Die ukrainischen politischen Verantwortlichen würden sagen, dieses Abkommen war nicht beliebt in der Ukraine und es war sehr schwer, politisch durchzusetzen. Und wir haben immer wieder darüber gesprochen, was kann sozusagen gemacht werden und wie kann argumentiert werden, dass es durchgesetzt wird. So, aber ich wollte ja nicht ausweichen, also dieser Frage bin ich jetzt wohl nicht ausgewichen. Ob Sie denen getraut haben. Ich habe Ihnen vertraut, weil wir sehr offen miteinander gesprochen haben. Hm. Und gerade Präsident Zelensky hat immer wieder zu mir gesagt, wo er die Fragezeichen an diesem Abkommen sieht. Und ich habe dann meinerseits gesagt, dass ich glaube, dass ich jetzt nichts anderes habe und dass wir versuchen sollten, in dem Rahmen auch zu arbeiten. So. Jetzt aber zurück zu der Abhängigkeit des Gases, die ja immer wieder kommt. Hier ist erstmal zu sagen, dass die Ukraine ja nicht eine Kraft war, die gesagt hat, bitte kein russisches Gas importieren in Westeuropa, sondern sie waren besorgt, dass dieses Gas nicht mehr durch die Ukraine fließt, dass sie damit verwundbar sind und deshalb waren sie gegen Nord Stream. Andere waren gegen Nord Stream, weil man zu viel Gas importiert hat und ich hätte lieber Gas importiert aus Großbritannien und Norwegen, wie wir das früher gemacht haben, aus den Niederlanden, die standen aber nicht mehr zur Verfügung. Für uns stand die Frage, teureres LNG, ein Drittel teurer, zu importieren oder billigeres russisches Gas. Gleichzeitig wollte ich, dass mit Russland der Prozess mit der Ukraine zusammenbleibt. Ich hätte nicht, ich habe ja jetzt nicht die Anträge für Industrieprojekte gestellt. Wir hätten ein Gesetz machen müssen, was sagt, es verbietet mit Russland weitere Gasimporte zu machen. Das erschien mir zum damaligen Zeitpunkt nicht richtig, zum heutigen Zeitpunkt ist es etwas anderes. Aber wir bezahlen dafür natürlich jetzt auch einen Preis. Jetzt wird das Gas teurer, jetzt wird der Strom teurer, jetzt wird darüber geredet, brauchen wir Subventionen für den Industriestrom und so weiter und so fort. Das Ganze hat also auch eine Kehrseite. Und damals, zu dem Zeitpunkt, wo ich das zu entscheiden hatte, gab es niemanden, der in einen LNG investieren wollte, niemanden, der langfristige LNG-Lieferverträge machen wollte. Und durch den 24. November hat sich diese Sachlage geändert. Und Sie sagen, man muss die Dinge in dem Kontext der Zeit erklären, in denen bestimmte Entscheidungen getroffen worden sind. Aber ist es dann, viele Kollegen, politische Kollegen von Ihnen haben im Nachhinein erklärt, wir haben uns geirrt, wir haben Fehler gemacht. Sie haben, wenn man absieht davon, dass Sie sich nicht für die 2% Haushalt stark gemacht haben, zur Stärkung. Ich habe mich stark gemacht, aber ich hätte mich vielleicht noch stärker machen sollen. Ja. Sie haben sehr wenig gesagt, also fast nie gesagt, das war ein Fehler. Da, wie auch in der Flüchtlingspolitik, habe ich einen Fehler gemacht. Warum liegt Ihnen das gar nicht, im Rückblick Fehler zuzugeben? Auch als ich vorhin gefragt habe, was sind denn die Dinge, die misslungen sind oder eher misslungen sind, da haben Sie gesagt, Sie sind nicht jemand, der darüber nachdenkt. Sorry, ich habe es relativiert. Ich sage Ihnen das auch aus einer ganz persönlichen Ebene. Ich finde, gerade wenn man unter großem Zeitdruck Entscheidungen treffen muss, auf einer ganz anderen Ebene, natürlich viel kleiner, habe ich das ja auch. Es gibt viele Entscheidungen, wo man sich verhaut, weil sie zu schnell entstanden sind, weil sie in einem Kontext dieser Zeit entstanden sind, aber trotzdem ein Fehler waren. Ich habe kurz vor dem
Ausbruch des Krieges noch einen Namensbeitrag von Putin gedruckt in der Zeit. Da gab es große Diskussionen, ob das richtig sei, weil der natürlich die Wahrheit und die Fakten verdreht. Ich fand es trotzdem ein wichtiges Dokument. Im Nachhinein würde ich sagen, es war ein Fehler. Und ich finde, Fehler zuzugeben, ist ja kein Zeichen der Schwäche. Es fällt einem, es bricht einem nicht der berühmte Zacken aus der noch berühmteren Krone, dies zu tun. Sie tun es bislang fast nie. Warum nicht? Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es eine befriedende Funktion hat, wenn ich jetzt etwas, was ich nicht denke, einfach sage, nur damit ich jetzt einen Fehler zugebe. Sie haben mich eben gefragt, ob ich mich um die Ukraine und das Minsk-Abkommen noch gekümmert habe. Und ich meine, um die Stärkung der Ukraine danach. Ja, und ich glaube, Deutschland hat sich sehr gekümmert. Wir haben keine Waffen geliefert, das ist richtig, weil ich der Meinung war, Deutschland und Frankreich, das haben wir uns auch ähnlich verhalten, sind auf dem diplomatischen Kurs. Und wenn andere Waffen liefern, okay, aber wir haben es nicht gemacht. Aber jetzt nochmal zurück. Man verhaut sich manchmal, ja. Aber das sind ja keine Entscheidungen, über die ich nicht nachgedacht habe. Ich habe über die Frage NATO-Mitgliedschaft, Georgien, Ukraine 2008 in Form des Membership Action Plan lange nachgedacht. Ungefähr bestimmt 10-mal mit dem amerikanischen Präsidenten gesprochen. Mich frontal zusammen mit Nicolas Sarkozy mit ihm angelegt. Ich kann ja nicht sagen, ich hätte mich da irgendwie mal so zwischen Tür und Angel geirrt, sondern das hin und her und her und hin. Und auch im Rückblick halte ich diese Argumentation für nachvollziehbar und halte sie für richtig. Mhm. Und genauso ist es mit Nord Stream 2. Es ist ja nicht so, dass mich da nie einer drauf angesprochen hätte. Ich war dankbar, als Präsident Biden mit uns dann ein Papier formuliert hat, unter welchen Bedingungen Nord Stream 2 nicht stattfinden wird. Nämlich genau, wenn das passiert, was dann im Februar 2022, als ich schon nicht mehr im Amt war, passiert ist. Ich habe mich mit der Frage, ob Griechenland im Euro bleiben soll oder nicht, wirklich sehr, sehr viel beschäftigt. Und ich kann heute nicht sagen, dass ich es falsch fand, dass wir diese Versuche unternommen haben. Ich weiß nicht, ich beschäftige mich jetzt ja auch im Zusammenhang mit dem Buch nochmal mit der Frage, was nach dem Ende des Kalten Krieges, wie man damals mit Russland umgegangen ist. Wir hatten über 300.000 sowjetische Soldaten in der DDR. Man hat sozusagen Russland geschmeichelt. Man hat gesagt, passt auf, man wollte natürlich, dass das, die NATO hat gesagt, es wird ein ganz neuer Angang sein und so weiter. Und ich wollte das, oder ich halte die jetzige Situation, in die wir durch Putins Handeln gezwungen sind, nicht für eine für uns alle gute Situation. Das tut wahrscheinlich kein Mensch. Kein Mensch, wollte ich gerade sagen. Und deshalb habe ich jedenfalls zu meiner Zeit mit dem, was mir zur Verfügung stand, versucht, diese Situation zu verhindern. Dass das nicht gelungen ist, ist aus meiner Sicht kein Beweis dafür, dass es nicht richtig war, es zu versuchen. Mhm. Und ich habe überhaupt keine Mühe gehabt, Putin aus der Gruppe der G8 heraus zu komplimentieren, nachdem er den Überfall auf die Krim gemacht hat. Er war nicht mehr der Mann, der mit uns die Werte geteilt hat. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich irgendwie jegliche Beziehung abbreche. Es gibt, die Diplomatie ist nicht erfunden worden, weil immer alle Menschen auf der Welt einer Meinung waren und nur miteinander rumgesäuselt haben. Sondern es gibt die Notwendigkeit der Diplomatie. Und ich glaube, Friedrich II. Hat mal gesagt, Diplomatie ohne Waffen ist wie Musik ohne Instrumente. Genau, und deshalb gebe ich ja die Frage zu, die mich wirklich beschäftigt, hätte ich mehr auf das 2%-Ziel drängen sollen. Ich meine, ich habe 8 Jahre, vielleicht zu leise, mich darum bemüht, dass wir mal eine bewaffnete Drohne kriegen, die jeder heute auf der Welt hat. War nicht möglich.
Ich habe darüber nicht jeden Tag eine öffentliche Rede gehalten, weil natürlich eine Bundeskanzlerin danach bemessen wird, ob sie einen Erfolg hat oder nicht. Ja. Und es war nicht möglich. Ich will jetzt gar nicht, Olaf Scholz macht heute die Dinge so, dass ich damit als Staatsbürgerin hochzufrieden bin. Aber damals war es anders. Und trotzdem sage ich, vielleicht hätte ich da mehr tun sollen. Sie haben und deshalb habe ich mich nie für eine Demokratie ohne Waffen oder Diplomatie ohne Waffen eingesetzt. Politiker, haben Sie gesagt, sollten keine Mimosen sein, aber ich glaube, sie sollten auch eine Empfindsamkeit sich bewahren. Die würden Sie ganz bestimmt auch für sich beanspruchen, dass Sie ein empfindsamer Mensch sind. Ja. Wenn nach Kriegsausbruch, als es zu diesem schrecklichen Massaker kam in Butscha, Präsident Zelensky sagt, er wünschte sich, dass Sie da hinkommen und sich die Toten anschauen. Was macht das mit Ihnen? Das berührt mich natürlich. Also ist ja klar, weil ich weiß, was das für schreckliche Dinge sind und gewesen sind. Und trotzdem. Und den Vorwurf hören Sie auch mit? Ja, natürlich. Und trotzdem bin ich nicht mehr Bundeskanzlerin und habe deshalb mir vorgenommen, das zu hören. Und Sie dürfen mal annehmen, dass ich es höre. Aber mich in die aktuelle, heutige Politik trotzdem nicht einzumischen. Als politischer, denkender Mensch, was man auch nie abstellen wird, schon gar nicht ein Mensch wie Sie, was ist Ihre Fantasie? Ich frage gar nicht von einer Vorstellung zu sprechen, wie dieser entsetzliche Krieg aufhören könnte. Ja, ja. Also dazu werde ich jetzt nichts sagen. Aber Sie haben sie. Nein, auch das wäre vermessen. Das kann keiner, das hängt von den Entwicklungen ab, aber ich werde mich dazu auch nicht äußern. Ich glaube nur eine Sache würde ich dazu sagen. Wir müssen, mir wäre wichtig, oder so habe ich es immer versucht, dass wir unsere Gedanken nicht zu sehr verengen. Also wenn ein Mensch wie Herr Ischinger sagt, man muss auch mal darüber nachdenken, dass irgendwann auch verhandelt werden muss, muss man den nicht gleich niederzischen, sondern es sollten Menschen, die sich Sorgen machen, wie das endet, auch noch ihre Stimme aufmachen müssen. Das sind nicht alles Leute, die immer nur Putin nach dem Mund reden. Ich habe in meinem bewussten politischen Leben und beruflichen Leben noch drei Bundeskanzler vor Ihnen kennengelernt. Sie hatten alle eine Gemeinsamkeit. Zum Ende Ihrer Amtszeit wurden Sie bitterer, düsterer, pessimistischer. Entdecken Sie da irgendwas auch bei sich? Beate Baumann, Ihre engste Mitarbeiterin, hat das offenbar mal gegenüber dem Spiegel gesagt, dass auch Sie pessimistischer und düsterer geworden sind in letzter Zeit. Naja, jetzt braucht man nicht Beate Baumann da heranzuziehen. Aber ich tue es gerne, weil es ist eine der klügsten politischen Akteure, Beraterinnen, die es gibt in Deutschland. Haben Sie es vom Spiegel oder wie? Wissen Sie was? Aus eigener Anschauung. Der Punkt ist so, ich weiß nicht, wie das ist, mit wachsender Amtszeit lässt natürlich, also das habe ich ja auch erlebt, spürt man seine endlichen Kräfte und das hat sich ja bei mir auch in Form dieses Zitterns dann gezeigt und dann muss man aufhören. Für mich war immer der Maßstab, ich muss aufhören, wenn ich nicht mehr neugierig auf Menschen bin. Wenn ich nicht mehr die Kraft habe, in eine Veranstaltung zu gehen und zu sagen, jetzt wollen wir mal gucken, was kommt. Und ich freue mich, dass da Menschen mit unterschiedlichen Meinungen sind. Das habe ich bis zum Ende einigermaßen geschafft. Und jetzt ist die Frage, das mit der Düsternis. Ist das jetzt eine Alterserscheinung, sozusagen eine Erscheinung, dass man länger Bundeskanzlerin ist? Oder ist das angesichts der heutigen Weltlage, jetzt, wenn ich mal für mich spreche. Angemessen. Angemessen, denn ich meine,
Schauen Sie, ich bin 1990 in die Politik gekommen. Die Welt lag uns offen. Ich war nie der Meinung wie Herr Fukuyama, dass das jetzt der Ende der Geschichte eingetreten ist. Aber wir waren doch voller Hoffnung, dass sich Demokratie und Freiheit durchsetzen. Und wir haben dann sehr schnell mit Jugoslawien erlebt und dann immer mehr, dass die Auseinandersetzung wieder zu uns kam und dass wir vielleicht eine unglaublich glückliche Stunde erlebt haben mit dem 2+4-Abkommen, große außenpolitische Einigkeit damals, dass das alles gelungen ist und dass vielleicht diese glücklichen Stunden nicht der Normalfall der Geschichte sind. Und da sind die doch die Schwierigkeiten, die kommen uns doch näher. Also ich meine, das fing an mit Georgien, das mit Moldawien, Transnistrien, also kurz nach dem Zerfall der Sowjetunion, mit den Jugoslawienkriegen. Und dass wir jetzt so etwas erleben wie die Ukraine, dass man sieht, wie schwierig die Beziehungen mit China sind, da kann ich nur sagen, da nun jetzt zu sagen, ich bin optimistischer, als ich 1990 war. Das erscheint mir nun nicht so ganz einfach. Ich sehe, und das jetzt als Bitterkeit meiner langen Amtszeit zu sehen, weiß ich auch nicht. Richtig ist, dass irgendwann neue Leute ran müssen. Das ist das Wesen der Demokratie, die wieder mit neuem Gottvertrauen und nicht diesem riesen Rucksack von Erfahrung an die Sache rangehen, sondern sagen, ich betrachte das jetzt alles nochmal von neu. Vielleicht auch mit der... Vielleicht auch mit der Erfahrung, dass manche Dinge nicht klappen, sondern dass man sich unbefangen. Ja, aber dass man einfach, und auch vielleicht jeder Mensch hat eine andere Herangehensweise. Irgendwann erschöpfen sich ja auch Methoden. Ich bin ja nicht beliebig. Wobei, ohne dass ich jetzt indiskret werde, bei diesen Vorgängern von Ihnen, die ich im Auge habe, da war auch der eine oder andere dabei, der das Gefühl hatte, so, wenn es nicht mehr Menschen meines Kalibers gibt, so, dann, das ehrlich gesagt, dazu gehöre ich nicht. Dann geht alles den Bach runter. Ich glaube nicht, dass ich was konnte, was außer mir keiner konnte. Glaube ich nicht. Das macht mich sehr optimistisch. Das macht Sie optimistisch? Ja, na klar. Das Leben geht weiter. Eine letzte völlig unpolitische Frage. Sie haben sich Zeit genommen nach dem Ende Ihrer Amtszeit. Sie haben wunderbare Kunst gesehen, unter anderem in Italien. Gibt es einen Künstler oder vielleicht sogar ein Lieblingsbild jetzt der Angela Merkel in dieser Zeit? Naja, ich habe schon, also für mich ist eine großartige Skulptur der David von Michelangelo. Ich finde, der passt in die Zeit. Den gibt es einmal in der Außenfassung und einmal innen. Haben Sie beide gesehen? Ja. Ich durfte sogar mit dem italienischen Ministerpräsidenten Matteo Renzi vor der Innenfassung eine Pressekonferenz machen. Oh, wie schön. Daran erinnert er sich übrigens heute noch. Er sagt, es war ein wunderschöner Abend mit Fackeln und Naja, der Abend, also die Pressekonferenz war am Tag, aber der Abend war im, jetzt muss ich aufpassen, dass ich es richtig ausspreche, Palazzo Vecchio. Palazzo Vecchio, genau. Und perfekt. Wir sind dann aus dem Räumen des Rathauses, wo Menschen wie Machiavelli mal vor mir gesessen haben, durch die Gänge in die Kunst und haben die Primavera gesehen. Also ich meine, das war schon einzigartig. Das muss ich sagen, sowas vergesse auch ich nicht. Und die Pressekonferenz dann, aber für mich war es ein sehr, sehr schönes und wichtiges Erlebnis, dann einmal als Nicht-Bundeskanzlerin auch in der Akademie den David innen zu sehen. Wir wollten eigentlich nur 75 Minuten sprechen. Das erschien uns die optimale Zeit. Jetzt haben wir 2 Stunden. Das ist eigentlich nicht fair. Um ein Wort von Ihnen. Nee, Sie haben mir versprochen, nach... Ich wollte nach einer Stunde aufhören, weil ich dachte, das gibt es nicht her. Ich, Nein, verstehen da Sie mich nicht falsch. Allerdings, jetzt wollen wir mal der Wahrheit die Ehre geben. Da habe ich allerdings gesagt, dass... 75 Minuten wären besser. 2 Stunden Nein, wir haben gedacht, ich weiß nicht, ob wir Ihnen das zumuten können. Ich hätte Ihnen zumindest, ich nehme es ganz auf meine Kappe, noch viel länger zuhören können. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und ich danke Ihnen für das Interesse, die Konzentration, die wir hier gespürt haben. Schön, dass Sie da waren. Vielen herzlichen Dank. Danke, Frau Merkel. Eine Sekunde noch.
Eine Sekunde. Ich habe. Leute, freuen Sie sich über diesen Applaus? Ja, ja. Ich bin nur. Wir wollen nur noch was ansagen. Um die Wahrheit die Ehre zu geben, er hat mir hoch und heilig versprochen und ich gucke nie auf die Uhr, wenn es Gespräch ist. Und er hat gesagt, also 90 Minuten, unter keinen Umständen und so weiter. Ich habe mich ja gerade entschuldigt. Es waren unter keinen Umständen 90 Minuten. Gut. Aber also, wir sind belohnt worden. Soll ich das abnehmen mit dem Problem? Wenn es ihm nicht langweilig war, ist okay. Herr. Ich hatte versprochen, eine Ansage zu übernehmen, nämlich dass Frau Merkel noch fürs Signieren zur Verfügung stehen wird, im Foyer, eine halbe Stunde, mit der großen Bitte, aber da müssen wir das ein bisschen eindampfen, weil wir so lange geredet haben. Ich stehe zum Signieren zur Verfügung. Mit einer großen Bitte, sie sieht sich nicht in der Lage, persönliche Widmung zu schreiben. Das dauert einfach zu lange und wird zu umständlich. Also, wenn Sie sich mit einer einfachen Unterschrift begnügen, Frau Merkel ist da. Nochmals vielen Dank. Kommen Sie gut nach Hause. Danke.